Hallo Paul. Hello, Paul. Oh, es ist noch ein bisschen Lass ich leise stehen, gibt's zu laut, oder? Das kann ich leise stellen. Es ist voll laut. Ist sogar durch. Besser? Ist besser? Das ist wie so ein Classic, man versteht das nicht, warum dieses Zeug immer so laut sein muss. Aber gut. Willkommen zu 1998 Mario Party. Aber ja, mein Geburtstag. Mui alt. Ich erspare euch Augenkrebs, indem ich das HD-Update drauf gehackt habe. Sonst schaut das noch schierer aus, als es jetzt aussieht. Ja, es. Okay. Also man merkt es an den Characters, merkt man es total. Das schaut. Schon so viel, allein schon der Toddy jetzt und das Dorf da, diese ganzen so smoothen Texturen, ja, die hat man normalerweise gar nicht auf dem in 64 haben können. Okay, jetzt halt der Ton passt wieder bei mir. Stimmt, ich muss auch nochmal schauen. Nämlich den Chat muss ich jetzt auf meinem Handy aufmachen, weil wir auf Fullscreen Mode sind. Smooth Texturen, macht es mal leise, sonst hört es euch doppelt. So, aber jetzt sehe ich den Chat auch und kann so was tippen. Meine schönen, schaßaugerten Augen. Aber ich sehe was. Du hast schon drei Menschen zu sogar. Einer von bist du. Wahrscheinlich. Habe ich das zugemacht hinten? Ich glaube, ich habe offen gelassen. Nee, macht nichts. Du schaust dir auch gerade zu, oder? Stimmt, ja. Schon ist wieder verzögert, oder? Bitte? Ja, ja, das ist immer. Ist der. Kennen wir schon. Ah, das nervt jetzt immer so. Wie mache ich denn das? Das ist der. I only wanna see live chat, perhaps? Okay, egal. Irgendwas draufstellen. Nee. Nicht gehen, denn wir müssen es total lange durchhalten. Ja, eh. Geht schon. Ah, ja, stimmt. Ja, Luigi. Ja. Obwohl, Yoshi. Naja, gut. Ja, ein Yoshi. Sehr gut. Of course, what else? Remy, wie sehr ihr Kleid hält. Sie rennen muss. Wir sind normal. It's the longest ass pipe I've ever seen in my whole damn life. So, was haben wir denn da? Okay, Tropical Island. Yes. Den habe ich noch nie gespielt, aber das hört sich unfair an. Das hat eine Bömbe. Der hat 3 Sterne von Map Difficulty. Das ist scheiß schwer. Also was habe ich gespielt? Ich habe das habe ich gespielt, das habe ich gespielt und das war's, glaube ich. Oh, das sieht cool aus. Mario's Rainbow Castle. Hat nur einen Stern Difficulty. Das ist gut. Das heißt nicht eh, dass es dir schon schwer genug ist. Oh, fancy shit as fuck. Achso, das ist ja Mario 64, weißt du, da gab es diese eine Regenbogen-Castle. Ach so, okay. Stage. Level 14 oder so. Oh, fuck. Bin überrascht, dass das gar nicht leckt. Geil. Willkommen, ihr Kinderlein. Oh ja. Aber warum? Da war doch gerade ein Rainbow. Achso. Okay. Classic. Geht schon. Noch höher als ich. Einmal A drücken. Okay. Ja. Oh. 1, 2, 3, ich glaube auch. Oh no, ich bin die Letzte. Schon wieder shot. Oh, a sadness. Very sad. Gut. Ist der Bock die Augenbrauen, oder? Okay, da oben steht Toddy. Warum will er sich runterstürzen? Was macht er da oben? Das ist gefährlich. Tja, maybe hat. Instant. Oh, geil, Instant Coin Verlust. Oh. Ja, das geht ja viel flotter als bei anderen, irgendwie, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist vom Spiel so eingestellt worden, dass das ein bisschen schneller, also dass man schneller geht zumindest. Ja, sonst wäre das echt lahm. Schon wie klein die sind. Voll klein. Und dass du nicht zu Platz stampfen kannst. Ja. Das ist immer cute. Mario, Exeroll. Das letzte. Stimmt. Jawohl, ich kann euch gleich ausrauben. Nein, ich kann euch ausrauben. Very böse. Schon das ist der erste Betrug, Busse, das ging schnell.
So, ihr seid süße Kegel und ich muss euch abfetzen. Okay, was mach ich? Du kannst mal dabei. Ja, du kannst, du kannst doch das, siehst du jetzt, wenn du diese Tasten drückst, dann siehst du doch, wie dein Luigi-Kegel das macht und dann. Geil! Oh, übrigens, natürlich geil, das möchte ich schon mal. Genau, jumpen kannst du auch ein bisschen, aber du kannst das so wie deine Kegelformation ungefähr ist erlaubt, ja, kannst du jumpen. Also du kannst kurz davor wegjumpen von meinem Panzer. Einmal schaue ich noch, check, ja. Ja. Sonst verlierst du halt 5 Coins. Es ist nicht so schlimm, es gibt schlimmere Games, wenn man mehr verliert. Und ich darf nicht die Wand treffen, sonst bin ich tot. Du bist tot, wenn die, ja, Kugel die Wand trifft. Wenn die Wand, also wenn ich gegen die Wand schieße, das ist bei dem nicht so schwierig. Oh Gott, I get ya. Ich kann auch ein bisschen cheaten noch so, ja, so. Oh. Oh, Peach war gut. Ja, Peach war ein Haufen. Steht auf der anderen Seite. Ach so, okay, wenn bei die zwei verloren haben, hat die anderen auch verloren. Also wenn einer verliert auch, oder nicht? Das ist ein bisschen anders bei diesen Spielen, aber vielleicht da jetzt einfach nur Coins. Es gibt die doch, ja. Peach hat Rangs verloren, okay. Nö, sie weint trotzdem. Na, war nicht am Cheaten, bin ich da aber. So. Das geht nicht, aber der andere Knopf geht zumindest. Das Rufzeichen da, das ist Chance Time. Chance Time, da kann irgendein Blödsinn passieren, du verlierst Münzen, aber du kannst auch Münzen bekommen. Oder du klaust dir von anderen Sterne. Das böse Feld. Da ist auch ein Ghosty, der kann Sachen klauen. Meistens Münzen. Okay, anscheinend geht das immer so weiter, die Karte. Irgendwo, bis man bei dieser Wolke da am Schluss landet. Okay. Ich stehe weg. Wahrscheinlich ein bisschen irgendwas Böses, was wir noch gar nicht wissen. Ich frage mich, wo Bowser ist, nämlich der kommt auch immer irgendwie voran. Bisschen noch langsamer, vielleicht. Geht schon Luigi 10. Ja! Da kann jetzt alles Mögliche drin sein. Koopa ist am besten, wenn was drin ist. Der klaut was. Ja, klaut was. Steal Coins. Steal Coins! Ich? Ich glaube von Peach, weil sie als einzige, sie hat nicht für minus 5 gekriegt, das ist nicht okay. Ist ja auch minus. Ich jetzt unterschiedlich. Manchmal kommt nur eine raus, manchmal 3, das war normal. Okay, und es gibt doch aber einfach, wo er alle klaut, also die Hälfte. Locker. Oh mein Gott, das ist krass. Und freut er sich noch extra. Vom Peril, was ist das? Jump and Run, keine Ahnung, was das heißt. Persil? Ja, manche sind so Wortspiele, solche witzige, aber die verstehe ich auch nicht. Ja, da musst du so diagonal nach hinten laufen, das ist total Easter. Es gibt manchmal so Münzen auf diesen Plattformen drauf. Wenn du die sammelst und dann runterfällst, hast du trotzdem noch Münzen gesammelt. Aber im Endeffekt ist der das erste beim Ziel, hat dann gewonnen. Ding so, Jump. Also diese Jumps zu timen ist schwierig, für mich ist ein bisschen verzögert auch da. Hallo! Und das ist da ganz hinten. Am Anfang kann man gar nicht rennen, jetzt kann man rennen. Das ist. No, Luigi, no! Run! Ich runne, ich sehe noch nichts mehr. Ich sehe deinen Schatten noch. Ja, ich hüpfe eh. Wir hören eh, wenn du stirbst. Wir hören, wenn du stirbst. Ja, da war jetzt was. Ja, ich hab mich sinken. Ja, ich finde das am Anfang ist total langsam bescheuert. Ja. Und die Computer cheaten. Ah! Nein! Zero! Yoshi wins! Böse. So können die letzten Erster werden, jawohl. Perfekt, die Mama will was am Sonntag machen. Passt, oder? Oh no. Oh, so gibt's sogar schon. Ich hab schon Kopf schon eingeplant gehabt, perfekt. No, the teleport block is here. Vielleicht bist du noch davon? No, ich bin ganz hinten. Ich bin dem Baby Yoshi. Oh. Sieht so cute aus. Bitch. Hahaha, I've played this. Ja, schon. Oh, das ist angenehm, wenn das so schnell geht mit Würfeln, dass nicht 100 Jahre dauert. Das ist echt cool für den Spiel. Scheiße, oh, muss ich lang gehen wechseln? Warte. Es kommt drauf an jetzt, ich weiß nicht was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal ein bisschen höher. Sieh, okay, dann landest du am roten Feld auf dem da. Oder kannst du dann wieder was klauen mit Ghosty, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auch ein blaues Feld, oder?
keine Gegensläufe. Ich weiß noch nicht, was passiert, das weiß ich noch nicht. Oh no. Mario Party, das ich nie besessen habe, tatsächlich. Button-Mashing und in die Richtung gehen, wo, wo die Pfeile hinzeigen, die du auch ausgraben musst. Button-Mashing A wieder? Ja. Genau, dann kannst du auch irgendwo hin, genau, du bist so in der Erde bist du drin und musst dich durchwühlen zu einer Schatzkiste. Und man kann solche Richtungspfeile auch freigraben, die ungefähr dorthin zeigen, wo das ist, ja. Das kann bitte auch in diesem Stein drin sein, ja. Steindurchbuddeln dauert aber ein bisschen länger. Also die Pfeile muss ich ausgraben, die zeigen mir dann... Nein, musst du nicht, du kannst die Schatzkiste direkt finden, wenn sie da bei dir spawnt. Das ist komplett irgendwo nämlich. Und weiß ich, das weiß ich nicht, okay. Bin gespannt, okay. Armeschen geht immer. Und auch, du kannst natürlich schauen, wo die anderen sich hingraben, ja, und auch zufällig dann schauen, wenn sie einen Pfeil ausgraben oder so. Okay, Yoshi greift sich nämlich keinen. Keine Pfeile da. Maxi. Ich war sogar bei dir, Junge. Bei mir? Schon, schau da, da so. Ja, okay. Eher schon, ja. Aber sie war halbwegs in der Mitte. Es ist ja mal passiert, dass sie einfach so links oben gespawnt ist, ja. Hm, hätte doch die Halb fair. Weil ich glaube, damit rechnen sie auch, wenn du dann dich dann so hin und her portest. Wenigstens immer die Musik ist beruhigend, ja. Ja, das ist gut. Oh, was passiert auf dem Fragezeichenfeld? Of course. Bowser. Ups. Scheibengeister. Ja, alter Bowser. Bowser. Bowser aus 1996. 6. Oh no, Yoshi. Why you have chosen you to do this? Why? I ask you. That's bad. Okay, oh. Einer 3 geklaut, okay. Raff, darfst du. Noch. Noch darfst du. Ah, ich weiß nicht, ob sie wieder die Hälfte war. Du musst aufpassen, Bowser ist jetzt ganz hinten, gell? Vorsicht. Das Pilzfeld gibt dir entweder einen roten oder einen Giftpilz. Und der rote Pilz ist jetzt schlecht, weil der sorgt dafür, dass du gleich nochmal würfeln kannst. Und der Giftpilz sorgt dafür, dass du eine ganze Runde auch nächstes Mal aussetzen musst. Aber du musst einen von beiden immer nehmen. Durch Zufall. Okay. Aber der Weg ist, glaube ich, ziemlich gleich fast, ja. Ich würde trotzdem das nehmen, ja. Und wer weiß, was du da kriegst. Sind es noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder auf Bowser-Ding? Ah, das kennst du schon, das haben wir vorher gespielt. Yes. Stimmt, ja. Das ist Zerich von Face. Wer hat die grüne Hand? Oh. Oha, weil es Yoshi ist. Ja. Und Peach hat so eine zärtliche Hand, schau. Mm. Also, oh, yes. Mit ein paar so Pferde mit... Oh Gott, das Face ist so creepy, das ist echt... Das schon wieder der. Oh, das hatten wir gerade vorher, das geht schon. Jetzt sind wir schon Pros. Ja, aber ich hatte nicht so gut gemacht wie du. Bin ich überhaupt. Das ist jetzt unten rechts. Riecht sich nach Würfelreihenfolge. Eingefallen hat er noch so. Ja. Fett. Oh. zu fetter. Dünner. Dünner. Ja, alles gut. Ich weiß nicht genau. So. Ah, nein, ich unten noch zwei. So, kannst ungefähr an den Ecken kann man sie mal anfassen. Oh, das ist ja schlecht, das immer. Ah! Hässlon. Das ist echt creepy, finde ich. Das ist ja einfach ein großer Fiss. Bowser is very bad. Also bei den anderen Spielbrettern war es so, wenn du Bowser... Das ist der Würfel, der dir übrigens Münzen abzieht, wie viel du würfelst. Das ist jetzt wirklich wenig, will ich haben. Dankeschön für nichts. Wo ist eigentlich der Stern? Der Stern ist eigentlich da, wo Toddy gerade war vorher. Jetzt ist halt Bowser oben. Oh, die gibt man immer, oder wie? Nein, nicht. Das ist kompletter Zufall. So wie bei der Teleport war vorher bei mir. Es gibt auch einen Würfel, der ist grün, der würfelt extrem hoch. Der würfelt nur 8, 9, 10. Ein Würfel, der ist gelb, der würfelt nur 1, 2, 3. Oder du kannst auch 2 würfeln. 2 ist auch gut, 2 ist nämlich das Fragezeichenfeld, dann kommt plötzlich der Toddy. Oder du lässt Peach vielleicht vor, ja. Geht auch nochmal ein Feld da aufs Grüne. Keep away. Ah ja, genau, das war das Ding, wo einer hat den Schlüssel und der den Schlüssel hat,
darf, die Schlüssel darf nicht gestohlen werden von diesen kleinen Drecksviechern da. Und man kann aber den Key nur sich zupassen. Nee, man kann nie. Ja, du hast den Schlüssel nicht in der Hand. Peach hat ihn gerade in der Hand. Wenn du in der Hand hast, könntest du wohin passen, aber du musst aufpassen, dass sie die kleinen dreckigen Viecher nicht kriegen. Und am Ende. Kannst du zu euch passen, oder was? Kannst du. Du kannst auch direkt hinlaufen, wenn du halt so viele Viecher um dich rumgehen, die gehen hier zum Schlüssel. Dann kannst du das wegwerfen. Dich retten sozusagen. Aber wenn wir es gewinnen, kriegen wir alle 4 Coins. Und wenn wir es verlieren, dann verlieren wir alle 5 Coins oder so. Und der letzte muss halt dann so auf dieses Fass raufspringen mit dem Schlüssel so. Genau. Aber das ist gar nicht so sehr, das gewinnt man eigentlich eben meistens. Es sei denn, der Computer ist so blöd und fetzt das nach hinten irgendwo. Ich hab grad gesagt, mach es nicht. Bitte fetzt einfach nach. Warum fetzt das nach hinten, Junge? Fetzt zu mir! Fetzt zu mir! Oh, geh selber hin, okay. Fetch will das in Ruhe einheimsen. Oh yes. The money! Okay, das war schnell. Ich dachte, von der Welt noch auch mal 2 Türen oder so. This isn't even my final form. 10 sogar, oder Max Ron? Ja. Nicht 4. Oh yes. The money. Finish. Okay, das war schnell. Ich dachte, von der Welt noch mal 2 Türen. Das ist ganz gut. Klingt wieder wrong. Klingt wieder wrong? Klingt wieder wrong. Achso, okay. Ups. 50 Coins. 10! Of course. Mm. Oh, Mara hat wieder Pizza gefressen, das ist zu schnell. Oh, Peach kommt zu Bossa. Sie lässt sich freiwillig von ihm kidnappen. Was passiert jetzt? Ah, ich will nicht. Okay, er klaut wieder alle Münzen oder 30 Münzen. Und das wechselt, okay, interessant. Und jetzt stirbt sie einfach. Okay. Nein, okay. Okay, Cooper ist immer nett, so er gibt immer Coins. Wurscht, was du machst, er gibt immer Coins. Es gibt doch so einen Hidden Block, also vorher war der Geist drin, ja, aber es gibt doch die. Ah, okay. Oh mein Gott, die ist jetzt echt schon zweimal. Bitch, jetzt musst du mehr als 4 würfeln. Und damit du, jetzt ist Toddy oben, jetzt musst du rauf, damit du den Stern kaufen kannst. Der kostet 20. Okay. Das können wir auch schon, das haben wir vorher gehabt schon. Pumpi-Spiel, das wir verloren haben gegen die Bitch. Oh Gott, das ist so nett. Yes, pump that shit up. Ja, okay. Okay. Kannst du auch hinlegen, vielleicht ist das besser. Oh nein, schon. Na, aber bei das schaut immer so aus, wenn ich halt zur Kamera wäre. Meine ist weiter vorne. Wobei, okay. So wirklich. Das war so pervers, was Bowser kriegst du dann so. Oh, 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 oh. Ah, du machst es so, okay. So, langsam. Okay, oh, 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 oh. Okay. Bitch. That's very. Wie er immer lacht. I got it. No, you got it. Das ist das dritte? Das ist das rechte, okay. Das kannst du übrigens auch machen mit deinen. Mit den Tasten kannst du das machen. Drücken. Also, Luigi-Kommentare abgeben. Was wie Yoshi? No, damn it! Scheiße! Ich komm da nie hin! Shit! No, bitch, no! Ach Gott, sehr gut, jetzt hätte fast einen Stern geklaut. Sexy Bowser. Hello. Coins for Bowser. Ah, doch nicht. Das gleiche Spiel nochmal, aber jetzt gibt es eine Spezialregelung wahrscheinlich. Everyone who loses, loses 20 Coins. Nein, nein, alle müssen mitspielen. Nee, ist verarschen. Wenn ich 20 Coins verliere, kann ich den Stern nicht kaufen. Wie viel hast du denn gehabt? 37. Dann musst du gewinnen. Ja, wobei, warte mal, es gibt, warst du jetzt schon? Ja, du warst noch nicht dran. Oh, shit, it's dead. No, it's dead. Okay, ich lasse dich gewinnen, wenn du gewinnst, okay? Aber mach schnell. Ich glaube nicht, dass es geht. Sollte gehen eigentlich. Ja. Wobei, schaut, du pumpst nicht ganz durch, du nicht zu schnell wechseln, ein bisschen langsamer. Das ist mir Elan. Schnell! Ja! Oh ja, okay. Okay,
Es ist schon schwer genug, den Stern zu kriegen. Jetzt hol ich zum Stern überhaupt hin. Vor allem, weißt du, jetzt ist Yoshi noch dran, jetzt kommt noch dieses blöde Fragezeichenfeld. Alles für die Katz. Oder du würfelst nur zwei oder so ein Blödsinn. Das ist das böse Mushroom, das dich vergiftet. Oh nein, oh Gott. Yoshi stirbt einfach da jetzt, ja. Mehr als zwei, komm schon. Yes. Please, gib mir den Stern. Gib mir den Star. Yeah. Und lass mich raten, jetzt wechselt's wieder auf Bowser. Das ist eine Vermutung. Na, okay. Er will dich schnägen. Hä, ich hab zum Stand zurückgegeben? So, ich hab's verstanden. Genau, das ist immer das Ende. Entweder Bowser oder Toddy. One-Player-Game? Ja, das ist auch ganz gut. Da kann man immer Münzen gewinnen. Ground Pound ist das einfachste, wenn du es kriegst. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, Gas hat's drin. Ghost Gas. Da gibt's einen Chefgeist, der alles vormacht und alle anderen Geister machen es ihm nach und du musst diesen Chefgeist finden. Du musst genau hinschauen, wer als Erste irgendetwas macht, eine neue Bewegung. Und den Chefgeist musst du dann einfach hingehen, einmal B drücken und dann schlägst du ihn so, ja? Chefgeist schlagen. Muss ich jumpen? Das musst du nicht. Das ist komplett unnötig. Also ich meine, du könntest da auf ihn drauf gehen, theoretisch, aber es ist B, finde ich, am einfachsten. Also. Ja, man sieht, die Schatten sind auch immer dahinter so. Die kreisen so um dich herum. Mhm. Und man kann sich den Schatten auch ein bisschen ziehen. Da kannst du ruhig ein bisschen länger Zeit lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen 30 Sekunden aus Zeit oder so. Geht das bei dir nicht aus? So? Ah ja, es geht. Das hast du schon gemacht. Entschuldigung. Wenn du gewinnst, kriegst du 10 Coins in der Mitte. Ah, okay. Oh Gott, Luigi's Worst Nightmares! Luigi's Mansion, stimmt. Kannst du ein bisschen länger Zeit lassen? Man drückt es nämlich am Anfang, wenn wirklich was als erstes macht. Aua, sehr gut. Ich hab ihn nicht gehaut. Wurscht, egal, du hast ihn gehaut, hab ich. Vielleicht reicht's auch, wenn du in ihn reinrennst, das weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich nur rundherum gehen, du wolltest genau den nehmen. Ja, ich wollte den nehmen, aber ich hab nicht gedrückt. Ich hab gar nichts gemacht. Du bist in ihn reingerannt. Anscheinend. Illegal. Peach hat absolut keine Coins. Wenn jetzt dieses Cash and Bash kommt, okay, kommt eh nicht. Crankham ist auch scheiße für uns. Okay, das ist halbwegs in Ordnung. Vergleich, was noch gibt. Sie hat einen fetten Hammer, sie kann direkt den Coin, den Block direkt kaputt machen. Mhm. Und wir müssen urauf dagegen hüpfen, damit was rauskommt. Da können Geldsäcke rauskommen, 5 Coins, eine Coin kann auch rauskommen. Schaut's drum nicht. Also nur Geld. Wo brauche ich Attack? ja, wenn du den anderen schlagen willst. Stirb, du Fotze! Du kannst der Bitch, wenn du gut triffst, kannst du auch den Hammer wegnehmen. Du kannst aber auch Yoshi auch schlagen, ne? Will ich aber nicht. Wie du schlägst mich, Bitch. Da geht's wirklich nur darum, dass du selber am meisten Münzen kriegst. In dem Spiel. Okay. Und sie kann halt mit einer. Sie kann dich auch wegslappen mit dem Hammer, ja? Richtig fett kann sie das. Also instant Geldsack kriegt sie, die Fotze. Mit einer Coin. Achso, muss ich öfter aufspringen. Wow. Ja, das dauert ein bisschen, bis das bricht. Du kannst doch den anderen was wegnehmen. Sie hat Yoshi vernichtet. Hat er ja. So, schlag das kaputt, damit ich es kriegen kann. Dankeschön. Echt so. Nein, ich hab's der Peach weggenommen, nicht den. Hä, aber ich hab. Achso, du bist nicht Yoshi. Nein, ich bin der Yoshi. Yoshi ist böse, ja. Also Münzen sind so geil in dem Spiel, man kriegt sie so leicht irgendwie und man verliert sie auch so schnell wieder, weil der Boss da kommt. Of course. Toll, ich war der Einzige, der nicht da oben war. Ne, Yoshi war noch nicht oben, oder? Ne, der war noch nicht oben. Und Peach war schon zweimal da. Zweimal schon bei Boss. Hello, you can buy Stern now. Yes! Es ist halt so, es passiert auch manchmal, dass man dann nicht genug Geld hat, dann ist man oben, aktiviert das Ganze und Toddy wechselt. Aber man hat nicht gar keinen Stern gekauft. Ist ist immer noch benebelt, ja. Oh toll, den Minus. Der Minus war schon. Oh. Dann kriegt man gleich 3 wieder. Ich wollte noch das weg. Letzte. Ah, okay. Das habe ich noch nie gespielt, keine Ahnung.
So wird dieses Schnee-Eisspiel da. Tatsächlich. If another player for Bobsled Run, use this thingy to adjust speed and A to push the sled and start. Okay, A ist nur einmal drücken, ja? Okay, und dann? Beziehungsweise vielleicht musst du es mehrere Mal. Doch, du musst das Button mashing, damit du den Sled schiebst einmal am Anfang. Und dann musst du nur mit den. Oh! Hey, wie bist du rein? Ah, okay, wenn du aufhörst A zu spammen, dann hüpft automatisch rein. Okay. Dann kann man so damit steuern. Wahrscheinlich darf man nicht runterfliegen, würde ich mal sagen. Das muss letzter sein. If you touch the panels, fall in the course, your bobsled will speed up. Also Geschwindigkeitsstreifen oder sowas. Mm. Oh. Yes. Okay. Button mashing! But how do you wear you faster than me? Du musst doch gleich nach unten schauen, oder? Nein, nach oben, Entschuldigung. Ich muss nach unten schauen. Mhm. Ich weiß nicht warum eigentlich, aber egal. Why are you faster than me? That's illegal. Du bist nicht faster than me, du bist scheiße. Jetzt gerade. Hä, wie hast du gerade gespeedet? Gar nicht, weiß ich nicht, das ist Zufall. Vielleicht wenn man nach vor drückt oder so. So. Das ist noch ein Panel. Ich fahre eigentlich genau gleich wie du. Nein, es ging ganz vorher auch so. Du warst auch gerade vorher ganz kurz schneller. Oh, da kann man jetzt runterfallen. Shit. Du sagst nur. Ja. Ich bin Arsch. Jetzt tot oder was? Ich bin nicht mehr. Toll. Ah, okay. Jetzt auch noch runterfallen, gibt es so ein hübsches Mies. Ah! Shit, du Mania. Yes. Es gibt gar keine Ziellinie, what the fuck. Da fehlt das. Und wir haben epileptische Anfälle. Ja, ja, ja. Okay. Oh, yes, of course. Oh, minus 10. Boah, ich soll nur sagen, du könntest ja schon richtig viel. Übrigens, wer miteinander spielt, geht dann. Also, ich bin auf einem roten Feld gelandet und sie auch. Deswegen waren wir jetzt gemeinsam in einem Team drinnen. Jetzt gehen wir zur Feldfarbe. Ach, zu früh. Und von wem willst du denn welche Sterne? Nee. Okay, ich hab den Stern nicht geklaut, ja. Schieben wir diese klauen. Ja, aber du hast ja so viel Münzen. Her damit! Ja, das bringt mir nix. More! Boah, das ist zum nächsten Mal. Wir sind gerade oben eigentlich, Tori, oder? Ja, die haben jetzt viel zu lang gebraucht. Scheiße, jetzt ist die auch wieder da vorne. Böse sein oder auch nicht. Oh, willst du böse sein? Nein, dann erinnerst du das Feld auf Bowser. Mit dem Grünen. Hot Rope Jump. Nee. Das ist actually ziemlich schwierig, das Teil zu steuern. Okay, man kann nur schwimmen, nicht? Bitte, man kann auch auftauchen. Ja, wenn du auftauchen willst, bitte musst du nach oben drücken. Und ah, ich habe das nie gemacht, ja. Und hab versucht immer A zu drücken, aber er fliegt, schwimmt immer noch runter. Unten am Boden sind so Schatzkisten, die musst du an die Wasseroberfläche befördern. Während dich lustige Viecher daran hindern. Und jedes Mal, wenn sie dich rammen, verlierst du die Schatzkiste wieder. You will start to drown if you are underwater too long. Das ist mir noch nie passiert, ja, also da muss man schon einiges können, glaube ich. Ah, man muss auch Button mashing, das ist okay. Ah, okay. Ja. Ich darf nach oben und unten drücken, wenn du hin willst. Also alle Viecher, die da rumschwimmen, blockieren dich ein bisschen und verletzen dich. Au. Jetzt musst du hochdrücken und atmen, genau. Alles. Oh mein Gott, ich hab gerade. Es gibt doch ein bisschen kleinere Schatzkisten, die gehen ein bisschen schneller, glaube ich, als die größeren. Ich hab gerade eine Schatzkiste, die irgendwas hat dich berührt. Irgendein Schatzdrecks. Aua. Let me go. Let me go upside. Oh, der Yoshi, das sauft gleich. Ah! Das ist brutal.
In der Mitte sind furchtbar. Und cheat und am Rand schwimmen. Das ist scheiße schwer, Junge. Sollst du bitte raufschwimmen? Danke. Gut, dann funktioniert's. Yes, Cash Money. Oh, hier steht die letzte Kiste. Her damit. Fotze. Einfach unter dem Schwimmen, wenn er getroffen wird, dann lässt es sich aus. Nö, ich habe auf das Wort. Nee, aber das eine Zeit größere hast du auch hochgebracht, ja genau. Na schau. Ja, es gibt bei diesem Spiel immer einen Minigame Star, einen Coin Star und einen Happening Space Star. Das sind die Fragezeichen Felder. Und der Coin Star geht an denjenigen, der irgendwann im Spiel die meisten Münzen besessen hat. Ja, okay, völlig wurscht, auch wenn ihr dann weniger hast, das ist gut egal, du musst irgendwann die meisten besessen haben, das zählt. Die meisten habe ich nicht, du hast mehr als ich besessen. Noch. Nicht vergessen, wir haben noch kein Chance-Time-Feld gehabt, ja? Wir sind böse. Und ich will alleine was spielen, wieder Münzen ergattern. Musst A drücken einmal. Hm. Okay, das ist extrem witzig und gestört gleichzeitig. Du biegst dich durch. Je mehr A du drückst. Und irgendwann, irgendwann reißt dich. Hinfallen darfst du nicht. Er macht ganz kurz, bevor du hinfallst, wenn du im Spiel drin bist, dann macht er solche Anstalten, dass sich gleich das Kreuz bricht. Wenn du wieder dich aufrichten möchtest, dann musst du einfach nicht A drücken. Okay? Man verliert meistens eh wegen der allerletzten Stange. Die rote Stange, die ist extrem tief. Also da musst du wirklich bis ans Limit gehen, aber gerade so, dass du nicht hinfällst. Aber kurz bevor du hinfällst, macht er so komische. So einen Hexenschussartigen Dance, ja. Dann weißt du, okay, gut, lass kurz aus, ja. Dann kannst du direkt wieder weitermachen. Und jedes Mal, wenn du A drückst, dann macht er nicht, biegt es nicht nur nach hinten, sondern er geht auch automatisch immer nach rechts. Ja. Mit jedem Ding. Also musst du so ein bisschen Ding, dass es nicht das Kreuz bricht. Und die rote Stange ist die einzige, mit der man verlieren kann. Du musst starten. So geil, oder? Also am Anfang kannst du ein bisschen mehr machen, damit du mal ein Gefühl dafür kriegst. Achso, so. Genau, du darfst die Stange nicht berühren. Noch ein bisschen mehr. Mehr. Oh, jetzt verlieren. Okay, upsie. Kann ich zurückgehen? Ja, ich hab mit dem Cursor. Ein klassisches altes Mario-Zeug. So, Speicherplatz einsparen, kannst du immer in eine Richtung gehen. Ja, ich glaube, das wäre das Schwierigste von den ganzen Dingern. Es gibt, das sind die zwei schwierigsten gehabt eigentlich von den ganzen Wurmpolier-Games. Ja. Classic, Minigame, Classic, jeder kennt es, der Mario Party 1 kennt. Shy Guy hebt entweder die weiße A-Flagge oder die rote B-Flagge oder er foppt dich und hebt die B und dann die A-Flagge, lässt aber die A-Flagge oben. Und du musst die gleiche Flagge wie er hochheben, sonst wirst du von seinem Säbel, wird ein Seil, das ihn verbindet mit dem Schiff, durchtrennt. Strandet irgendwo alles. Ja! Das Spiel ist entweder so, entweder das Verlieren am Anfang ausreichend oder das Spiel geht unendlich lange. Okay, krass. Lass dich halt nicht foppen lassen von ihm. Also ab der vierten Flagge foppt er dich dann. Jetzt musst du aufpassen dann. Oder nicht, okay. Komm bitte, sind dämlich, ja, man sieht's. Ah! Okay, er hat die falschen Dinge hochgegeben. Ups. Wollte drücken, weil er den Säbel rausgeholt hat. Hä? Ich habe auf B gedrückt. Vielleicht hast du zu lange gebraucht. Ja, ich habe noch kurz gedrückt. Also es ist ein Spiel, das kann man unendlich spielen, ja. Und dann meistens so die Freunde sagen, komm, ja, ich habe keinen Bock mehr und drück das Falsche. Nein, ich bin. Los, Peach, geh ein drittes Mal zu Bowser. Bitte. Toll, das ist das Leichteste, da kann man gar nicht verlieren. Das ist grün gewesen. Da kann man mindestens 25 Münzen gewinnen. Das ist ja echt, das ist... Du musst einfach auf die Pflanzen draufspringen.
Dazu gibt es eine sexy Underground-Melodie. Da kommen jetzt immer mehr raus und meistens kriegen die Computer gegen so 25. Ich habe dieses Spiel noch nie spielen dürfen. Aber sie immer. Die Figur. Wenn man seine Sprünge halt gut timet, kann man auf alle drauf hüpfen. Boing, boing. Das ist irgendwann aus auch? Naja. Wenn, ich glaube, wenn alle Pflanzen einmal draußen waren, es fühlt sich immer mehr. Irgendwas der ganze Bildschirm vor. Ich glaube, das ist das letzte Mal jetzt. Ja, genau, 25 Münzen. 26. Yes. Bitch. Und jetzt gibt's auch einen geilen Abgang. Oh, ja, perfekt, ja. Ganz leise. Grün, grün, grün. Wie so schnell kann's gehen? Ein Minispiel. Es gibt auch ein Minispiel, so 1 vs 3, das ist total böse für den Einzelspieler. Da können sie nämlich mit Hämmern kannst du die dann schlagen, die Münzen aus ihm rausprügeln. Dann hat er im Endeffekt gar nichts mehr. It's your turn, by the way. 10. 3 ist wieder das Mushroom. Ah, genau, das gleiche. Ja. Du kannst versuchen, dich auch zu vergiften zu lassen. If you want to. Das Bash and Cash ist das Böse. Okay. Das ist für den. Das ist Glücksspiel. Einzelspieler wählt, ich drücke einfach Start. Der Einzelspieler wählt ein Rohr aus, in dem er die Schatzkiste deponiert und dann geht das einfach durch. Und wenn du auf der richtigen Stelle stehst, kriegst du es, ansonsten kriegt's er. Das kann sich keiner merken. Again underground, ja, Sexer. Ich glaube, es ist nicht so gesummt in die Schatzkiste, dass er das ganze Rohr da so aufwölbt. Aber er hat sich selber geschnurrt, der Haufen. How dare you? Oh, du musst gar nichts machen, oder? Na, nur der Einzelspieler kann was machen, aber es ist wirklich Glücksspiel. Was ist mit der Peach passiert? Sie ist gestorben. Platt. Oh no, I have no money! That's the worst. Was geschrieben? Ja, der Klerk hat was geschrieben. Hallo. Synchron. Er ist mitten unter der Woche, selbstverständlich. Aber ich kann auch, ich kann mich vergiften lassen. Und ich kann zu dir kommen. Ich bin eh klein, also wurscht. Ich kann auf dich drauf stampfen. Nicht. Yes. Ich bin Luigi. Luigi! Oh no, that changes everything. Oh, Bowser ist pissed, weil er gehen muss. Oh, Yoshi klaut mir wieder Coins, sehr gut. Du Fotze. Okay, ich hab meinen Stern. Nee. Nein, er hat nicht genug Münzen, sonst würde er es tun, ja. Er klaut es von mir. Oh. Was zum? Keine Ahnung warum. Er mag dich. Yoshi, du bist eigentlich mein Tier. Warum hast du mir gerade meine Münzen geklaut? You're a bastard. Das ist das Leichteste von allem. Der Computer ist immer so süß deppert, aber selbst wenn man ihm zuschaut, man kann so viele Fehler machen einfach und man gewinnt trotzdem dieses Spiel. Da ist dann ein Fettarsch nicht auf die Spitzblöcke drauf pounden. Aber du kannst so viele Fehler machen, das wirst du gleich sehen. Der Computer wird extrem abfucken. Und dann immer, der hat so viel Zeit, viel zu viel Zeit einfach. Man sieht es ja auch teilweise, man hat es am Anfang gesehen und man sieht es jetzt immer noch. Der geht. Ah ja, super. Der geht nicht. Okay, also einfach die alten Kumpels, die gehen, ja. Mach nicht das, ne? Er ist gleich gescheit, keine Sorge. Drei Sprechmetterlinge sind meistens übrig am Ende. Nein, jetzt macht das gleich richtig. Schau, schneller, dass die mir schneller noch hinhüpfen muss. Aber ich muss so schnell gewinnen. Cute. Ja, das war das Leichteste. Gibt es so ein Memory-Game, gibt es noch. Das auch so Ground Pumpen muss. Dann gibt es so ein Cooper Trooper Shells, die sich im Kreis drehen. Press the button. Damn you. Damn you to hell. Wir wurden Sachen gekauft. It's supposed to be Mario's Rainbow Castle, not Luigi's Rainbow Castle. Ich hab's gerade noch aus. Ich hab's nicht gerade. Also, ich hab mir echt nichts geklaut. Okay, Sterne kann man nicht verlieren, nur wenn sie dir jemand klaut. Und warte, das stimmt nicht. Es gibt auf Peach's Birthday Cake. Kann man was pflanzen. Das ist böse und das klaut dir auch den Stern, wenn du darauf landest. Lol. Aber das kann jeder dafür machen, der genug Geld hat.
Aber ich finde das eigentlich geil, das kostet im Endeffekt weniger. Dafür hat Peach, Birthday Cake hat keinen Geist drauf, ja, drauf auf ihrer Stage. Ja, das Spiel ist auch extrem witzig. Derjenige, der die Regent ist, hat ausgeschissen. Okay, das sind Gott sei Dank nicht wir. Du musst, warte mal. Ah, Kontakt macht man mit dem hier. Okay, deswegen weiß ich, warum ich gefailt habe letztes Mal. Du hast unten so eine Zeile, die durchläuft. Du spielst die Drums. Das heißt, du musst schauen, wenn die Drums sind, dann geht das so ein Cursor durch. Und genau zu dem Zeitpunkt musst du drücken. Ja, also wenn der Cursor zu deinem Double Drum ist, dann ist er zu drücken. Genau da. Zack, zack, zack. Das ist unterschiedlich. Einmal pro Trommel, die da ist, wie erscheint. Und ich habe die Violin. Du hast die Geige. Und Yoshi hat Trompete. Cool. Es gewinnen entweder alle oder es gewinnt derjenige, der wirklich absolut geil ist und immer alles richtig gemacht hat. Ich check dieses Spiel, ist immer lustig. Vor allem das Publikum buht uns schon aus, es bewirft uns schon mit Hämmerchen, ja. Spielt auch mit Panzern einfach. Boah, ich bin der Ober. So, da unten hast du die Zeile, siehst du? Noch nicht drücken, erst wenn der Cursor kommt, ja, dann musst du auch was machen. Yoshi mit einer Trompete. Wenn du abgeworfen wirst, weißt du, dass du einen Scheißbrot hast. Aua. Schau, bist du gut? Au. Oh, ich muss einmal erwischt. What the fuck, Junge? Was? Ich schieße jetzt Trompete. Also echt. So wird's richtig gespielt. Ah, damit. Also wir haben beide, glaube ich, einen Fehler gemacht oder so. Und er hat jetzt schon keinen gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe auch zu viel gedrückt. Nicht zu viel, oh Mann. Oh nein. So lecker. Ich glaube, der klappt jetzt immer 30 Münzen hat auf den anderen Brettern geklappt. Mal schauen, ob es immer noch ist. Oh nein, oh fuck. Hallo, was ist das? Was? You see my star is fake. It cost 40 coins. Du hast einen Minusstern? Ne, was ist das? Nee, das, ich hab das gedacht, kurz, das ist ein Minusstern, aber der kostet einfach nur viel. Bowser gibt immer so Fake-Sachen, die dann gleich kaputt gehen. Krass. Fuck, Bitch. I'm gonna claw a star, habe ich gehört. Da muss ich ja klauen. Boah, Schicker, jetzt bin ich einmal dort gewesen. Einmal, okay, weißt du? Welche Runde sind das überhaupt schon? Yes. Round 13, weißt du? Hätten wir jetzt 20 Runden eingestellt, wäre ich gerade mal einmal dort gewesen, ja. Oh, you found a hidden block! No, you have not. Oh, das ist das Spiel, wo man nur so drücken darf. So. So. Ja? nicht so, ja? wenn du so drückst, dann holt er komplett aus. Da gibt es so drei Zeilen, wo Geld durchfließt. Mhm. Ja? Wenn du so ganz leicht machst, dann wirft er aufs erste, das ganz vorne ist. Und wenn du so ein bisschen mehr machst, aufs zweite. Und wenn du halt so drückst, dann wirft er es auf dritte direkt. Ja? Er holt extrem aus, ja. Das sieht man da nicht. Doch, ganz richtig. Ach so, wenn man verkehrt macht. Oh. So, wenn du nach unten drückst, schau, dann holt er aus nach hinten. Macht er auch nach unten, holt er auch nach hinten aus. So, nein, warte mal. Du musst das, schau, du musst ein bisschen nach hinten ausholen und dann nach vorne drücken. Ach so, ich hätte immer falsch gemacht. Ups. Nee, ich lass einfach los, ne? Es geht doch. Ja, gut, okay, wenn du ganz nach hinten drückst, dann schon. Aber schau, was ich mach. Ich drück ein bisschen und dann drück ich vor. Das macht auch so, okay. Interesting. Ja, genau, und wenn du dann etwas gefangen hast oder auch nicht gefangen hast, musst du den hier machen. Ja, das ist extrem Easter, ja. Easter? Yes, of course. Ja, du kannst generell lightly pushen, das reicht absolut, ja. Dann musst du so richtig timen, da gibt es auch so Schatzkisten halt. Genau. Oh, hier klingt schon
beim Zurückwerfen was. Nee, der ist wirklich, du musst wirklich beim Anfang dir, wenn du kriegst, musst du es direkt fangen oder doch nicht fangen, toll. Oder Yoshi, ja. Fotze. Ja, da ist jetzt eigentlich nicht viel. Wir haben viel Zeit, haben wir. Ach, kacke, das war viel zu weit. Oh, ich nehme es trotzdem, danke schön. Es ist nur noch voll weit, aber nicht. Naja, ich meine ich ja. Das ist das Spiel, wo man nicht so ganz kurz. Ganz, ich habe fast nicht nach hinten gedrückt, bin ich auf dem zweiten. Ich bin auch am zweiten. Ich bin ganz das war das hinten. Das war das dritte, oder? Ich bin ganz hinten, obwohl ich nicht gedrückt habe. Ja, das Spiel ist lustig. Ich habe es nicht ganz herausgefunden, was der Trick dahinter ist, um zu gewinnen. Finally, oh mein Gott. Oh, mir reicht die nicht mehr. Oh Gott, das geht sich nicht mehr aus. Ich bin verarscht. Doch, das geht sich aus, das geht sich aus. Okay. Ja, ich das Depp, die Schatzkiste muss sich auch auflösen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Das zählt auch nicht. Schatzkiste sind 10 Coins, der Geldsack wäre 5 gewesen und die normale Münze ist einer. Ich hab langsam mal eigentlich nur eins weggekriegt. Ich hab Yoshi. Vibing around. Vibing. Hoppala. You like to play games, do you? Ja. Das ist easy, es gibt eigentlich nur ein böses Bowser-Icon, das dich ein bisschen aufhält, aber es sollte nichts machen eigentlich. Ein bisschen Glück ist natürlich auch dabei. Z ist das hier, gell? Nicht vergessen. Ja genau, einmal A und dann Z machst du Stampfattacke. Also fett okay. Einmal Stampfattacke auf das Ding drauf, dann dreht sich's um. Böse Ding. Nicht nochmal aufmachen. Hard Game. Das hatten wir schon. Ich glaube, da hättest du eher da hättest du am Anfang zuerst laufen können. Das dauert ein bisschen, bis es umdreht, der Chance. Ein Regenbogen. Ich glaube, du kriegst doch die Münzen, die du da jetzt so sammelst, kriegst du auch so. Die Mitte, genau. Schnell, das geht raus. Okay. Ist ein Breakdance, geht schon. Das war eigentlich was ein Tut, aber ist ein Boden. Oh, viel. Ja. Und wenn du gar nichts kriegen würdest, das zur Sache geben, dann. Würdest du minus 5 kriegen, wahrscheinlich. Like always. Hört sich geil an. Okay, kann ich das rennen? Was war denn das? Ah, das da, okay. Hin und her hüpfen und schauen, dass man sich nicht von diesem Zeug, von den Piraten und Kanonenkugeln treffen lässt. Aber die sind kompletter Zufall, wo sie hinfallen. Also, mehr Glück spüren wir da ein bisschen. Was sonst? For example, hits the island, your head spins and you can't move, so jump the moment it hits to dodge it. Also es muss nur die Insel treffen, dann kann man sich nicht bewegen, okay. Also dementsprechend musst du dann vom Boden weg sein. Wenn die ankommt. Genau. Oh, also wenn es genau auf die Insel trifft, ja. Das habe ich noch gar nicht gewusst, dass man das auch so austricksen kann. Ah, okay, ich habe es tatsächlich irgendwie geschafft, aber... Es muss wirklich die Insel treffen, okay. Solange es vorbeifliegt, ist egal. Ich bin klein, oh. Ah! Yoshi. Ups, Entschuldigung. Ups, Entschuldigung. Aua! Kein Bock mehr? Okay, ich wollte gerade sagen. Finish! Ja, ich auch. Squat. Und die Bitch hat verloren. I'm the bad boy. Fuck, Yoshi hat viele Coins. Shit, der wird jetzt Sachen klauen dann. Dammit! Oh no! Yoshi, was geht aus? Yoshi, warte mal, du machst einen Pedoblick, alles klar. Oh mein Gott, das ist ja wieder so. Das
gerade aus dem Gästen. I don't wanna live anymore. Oh, no, get it wrong. No. Nee. Das können wir auch schon. Ah, ja. Also musst du, glaube ich, über 80 Punkte kriegen, dann hast du es perfekt. Mir ist beim letzten Mal ein Glitch passiert, da ist dann irgendein Computer ist dann stecken geblieben an dem Zaun und hat mich dann weitergebohrt. Keine Ahnung, wie man das schaffen kann. Shit, das ist jetzt hässlich geworden. Das muss. Oh, fuck, ja, vielleicht muss sein. Ja, okay. Na. Goomba. Ciao, ciao. Goomba wants to eat your anus. Nein. He wants to give you Goomba diabetes. That's not true. Perfection, Bellerum. Oh, die Füße da unten. 70 Punkte ist auch schon so viel dafür. Das ist so schön. Oh no. Oh, ich bin schlecht. Er war so verkrüppelt, dass es nicht ging. Ja. Du, okay, du stirbst auch ein bisschen. Ja, am Boden verrecken halt muss er sagen. I wanna spend some money if possible and not on Bowser. Also es geht ja nicht. Bei Jobs ja, no, no. That was a fun round. Er kann sich gehen, aber du willst es spielen. Of course. Musst aufpassen, Yoshi ist halt jetzt vor dir. Der kriegt jetzt. Aber sie sind gerade oben überhaupt. Schau mal, was auf dem Turm ist. Boff sei immer noch oben, okay. Theoretisch könntest du nach rechts gehen. Theoretisch. Grab back. Oh, das ist auch böse. Das ist böse für die, die viele Münzen haben. Du kannst jetzt nämlich einfach in ein anderes Täschchen hineingreifen und dir die Münzen krallen. Von hinten aber dieser. So wie Fall Guys. B, grab a player's bags by pressing B repeatedly. When grabbed, press B to escape. Also eigentlich nur B drücken. Ja, oder du kannst auch entkommen mit sowas, ja. Hä, also ich muss mit B entkommen, obwohl ich eigentlich... Ja, wenn du gerade gegrabbt wirst, dann musst du auch B zu smashen. Ah, das meine ich. Aber du kannst auch B grabben. Okay, super, das ist nur für mich und Yoshi jetzt eigentlich scheiße. Weil wir am meisten Coins haben. Get away from my ass, Yoshi, get away! Ah! Get the bitches! Oh, yeah! Oh! I say no to anal sex, please! Ich krieg's nicht hin! Ich kann jetzt klauen! Hä? Ich will euch nicht befreien. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt verstehe ich. Okay, oh, aber Yoshi wird geraubt, wird hier. Komm her. Na, hab ich zu rauben. Oh, du kannst einfach nur. Du musst dich da mal genau hinter ihnen sein, du kannst einfach so rauben. Scheiß Bitch, hab ich geklaut schon. Aber one coin, really? Rain? Komm her, Bitch, komm! Lass dich ficken! Hab ich zu verfolgen! Nein, ich konnte sie nicht mehr klauen. Ich hab sie nicht erwischt. Echt jetzt. Hm. Seems legit. Boah, ich bin gleich abgezogen, das ist natürlich schön. Das ist genau wie geklaut, wie du gekriegt hast. Ja. Mm, yes! Awesome. I'm the Superstar! Hab ich gehört? Oh, das ist der geile Würfel, der nur 8 und 10 hat. Der grüne. Oh no. Okay. I can live with that. Beach geht schon wieder zu Boss, ja? Nee. Oh ja, perfekt. Was ist das für ein Minus? Hat er mit euch Minus abgezogen? Ist okay. Das ist okay. Jump and smash. Ich bin wieder zu Boss, ja?
Genau, du musst dich auf die Kante von diesen Dingen lehnen, wo du hinfallen möchtest. Ja, also sie fallen schon, aber du musst nach links oder nach rechts, damit du dich hinlehnen kannst, dann musst du springen, bevor du runterfällst. Ihr Geld? Nein. Also, und die, wenn du halt Münzen sammelst und runterfällst, dann behältst du es trotzdem. Lass halt nicht runterfallen, die Türme stürzen nacheinander so weg, Dominus. Und du musst halt immer weiter hüpfen. Ach so. Oh mein Gott, da ist ein Mond. Luigi at the night. Okay. Das am Anfang ist immer verwirrend, jetzt kriegst du gleich die Steuerung von dich selbst. Okay, ich dachte, ich werde direkt drüben, deswegen. Das ist peinlich, bist du. Keiner gesehen. Doch, meine Münzen haben es gesehen. Meine Münzen. Hast du genug? Ich kann dir nicht so viele Sterne leisten eigentlich, aber irgendwie soll das nicht sein. Das hatten wir auch schon mal. Das ist das Komische gewesen mit den Viechern, die ich essen wollen. Mashing to swim, genau, ich vergiss das. Weil da steht Press, denke ich, davon einmal A drücken und das reicht. Eigentlich nein, schon, Button Mashing. Man muss ja trainieren, einen Herr am Anfang. Was soll das? Ich lege Berufung ein. Beschwerde. Cool Yoshi-Geräusche. Yoshi's dying. Ah! Oh, der. Oh, bitch, du Hurengacki. Das war meine Kiste. Hey, das ist meine Kiste, Yoshi. Boah, der ist ja echt, der Yoshi ist ja böse, oder? Ja, schon. Der hat mir eine ernste Kiste geklaut. Und er war instant aufgenommen, ja? Er schwimmt einfach daneben, dem ist einfach und schwimmt selber hoch. Bei mir auch, ja. Der Yoshi hat eigentlich auch schon viel. Er hat so viele Coins, bitte, jetzt kauft sich richtig Sterne. Nee, ich will Sterne klauen. Ja, dann hast du noch 5 Münzen, das finde ich besser. Ich krieg ihn eh nicht. Wenn ich jetzt wieder nach rechts gehe, dann bekomme ich wieder noch Gacke. Ich kann jetzt den Stern von Peach ansehen, was ich gut kann. Meine Frau ausrauben. Sie reaches fuck. Du hast es eigentlich umgekehrt, oder? Dass die Frau den Mann geklaut, weil es gekommen. Muss wirklich aufpassen, ne? Weil Yoshi hat. Ich klaust du ja nicht, aber Yoshi klaut den Stern eiskalt, gell? Yoshi kann man also das ist passiert dann, wenn Bowser oben steht und Yoshi sich für den ersten Weg entscheiden muss, ja. Dann geht er sicher nach links, wenn Bowser oben steht und dann klaut er den Stern, wenn er immer noch Münzen hat. Okay. Press B repeatedly, um Gas zu geben und dann musst du unten über jeden Scheißdreck, auch durch diese kleine Mulde, wie sie auch schon drüber fahren könntest, musst du springen. Mit A, ja. Und es gibt auch mittendrin irgendwas so Geldsäcke, die in der Luft schwimmen. Einfach einmal A springen und die einsammeln, ja. Ansonsten, ich weiß nicht, wer bei diesem Spiel gewinnen soll. Das ist ein bisschen sehr lustig. Es gewinnt einfach random irgendwann, weil alle sind praktisch gleich schnell. Ja. Aber den Geldsack in der Mitte kann man sammeln. Gibt's ein Stück davon. Muss man im richtigen Moment springen, dann kriegt man mindestens 5 Münzen. Ready? Ich meine, scheiße, sind alle gleich schnell. Ah! Oh! Scheiße, scheiße, aua! Jetzt kommt das Geld schon. Sehr gut. Wenn ich da mal aufzeit, glaube ich, jetzt werde ich mit dem Skateboard gar nicht mit dem Steinblock hängen geblieben bin und zu früh gesprungen bin. Zweitens mal. Okay, danke. Da fehlt mir die Ziellinie, das brauche ich. Ja, schau da. Das ist irgendwie random irgendwer jetzt einfach. Aber mir das Yoshi wins, ich war doch auch schnell. Vor allem weißt du, er rollt danach noch so weiter, das ist so aus. Er rollt. Nein, du bist danach weitergekommen, das ist aus, hättest du gewonnen. Ups. Seems legit, I guess. So, Bitch, ich möchte deinen Stern snaggen. Steel Stars Doppel, die natürlich, ja, mehrere. Was soll denn das? Ich bin Vierter, das geht ja nicht.
Das ist irgendwo, das ist ja keine Scheiße. Jetzt ist auch ein Stern. Das erste Mal davor das hast du dann 5 oder 6, glaube ich, oder so. Bonussterne, stimmt. Soll ich auch mal was spielen? Das ist böse gleich. Darf ich gleich wieder was sagen? Aber echt, man glaubt immer, man hat ihn so am Anfang schon und dann hat man ihn doch nicht. Also ich hatte tatsächlich den einen schon am Anfang. Ich kann auch hinschauen. Ja, ich hätte halt direkt in die Richtung geschaut. Where's my brother Luigi? Nein, da daneben. Ah, oh, geil. Du wusstest es, Maxi, du wolltest den Kick nicht machen. Finish! That was planned all along. Ich glaube, die kommen noch immer näher, oder? Kann das sein? Ist das nur so. Oh, wir sind doch ein bisschen wahnsinnig. Yes, of course, kommen die näher. Die shaken. Das wird schon was. Okay, schon, hol dir Buffs so. Ich finde das geil, das sind 40 Münzen kostet der Stern einfach. Der Fake-Stern. Mal echtes. Das ist unterschiedlich, bei den anderen Brettern gerade nur 30 auf einmal. 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6. Da wo Yoshi steht. Oder 4, 5. Das ist ein Fragezeichen. Bist du sicher, dass es das ist? 4, 5. Na, das ist nicht das Fragezeichen. Was dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist da, wo Peach draufsteht. Da unter dem Pfeil ist doch Hornfeld. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist alles da, wo Yoshi steht. Kann das sein, dass man genau die gleiche Zahl gebrauchen würde? Naja, jetzt wechselt er ziemlich oft. Du bist als letzter dran, die müssen beide. Entweder sie kommen beide hin, oder es kommt einer nicht hin. Das ist deine Chance. Das ist cool, das Spiel, das mag ich. Ist einfach fucking Kopf im Auto drin und push lightly, ja, wir wissen, was das bedeutet, ja. Ein drive is low. Also du musst schon der Strecke ungefähr nachfahren und dann sieht man manchmal, dein Car macht lustige Rauchschwaden, dann lass am besten kurz aus, ja, ein bisschen leichter, sonst drehst du durch nämlich. Push speed up, let go slow down. Ready, go! Ready, go! Scheiße, ich radiere schon komplett. Es wechselt doch immer, also du hast jetzt am Anfang die schwierigste, längste Strecke gehabt und jetzt kriegst du dann immer eine weiter hinein und am Schluss hast du die beste. Scheiße. Ah, no! Bitch darf nicht gewinnen. Sie darf nicht gewinnen. Yes! Oh mein Gott, ich war einer irgendwie hinter euch. Das ist ja. Was ich meistens drehe ich mich einmal durch bei dem Ding. Ja, ich bin sauer. Zu schnell. Ich glaube, hier das Lightly Pushing geht bei dem Spiel in Liga 10! Oh, Heiliger. Gotta go fast. 10! Mini Mario. Hello. My husband clawed my star. Wie sie sich so lieb umdreht, so. Und ich so, was soll das, Junge? That doesn't sound right. Hallo. Toll, ist so süß klein und das ist so fett. There you go, your guts points. Sehr gut, jetzt kannst du mit den Stern wieder zurück. Oder auch nicht. Oh, sehr gut, jetzt musst du nur mehr würfeln als er, dann hast du wieder den dritten Stern, du Cheater. Was? Oder auch nicht. Spannend. Ach, scheiße, Mann. Wobei, wenn jetzt Yoshi vor dir wieder hochspringt, hast du wieder gewonnen. Wenn es einen Fake-Stern gibt, kriege ich da einen Minus-Stern, einen richtigen oder nicht? Nee, nee. Glaube ich nicht. Also ich glaube, er zieht die wirklich immer nur Münzen, ob das wäre sonst richtig grausig. Zum Sterne-Clown ist der Geist zuständig. So, dieses Spiel haben wir verloren.
viel Spaß, dich zu kennen. Also der Bowser hat unendlich Kraft, die man den Spieler macht. Wieso ist die Peach eigentlich immer der Einzelspieler? Frage ich mich gerade, ich war noch nie Einzelspieler. Wenn du nie auf dem richtigen Feld gelandet bist. Also du musst alleine auf einem roten landen oder alleine auf einem blauen oder so. Ich bin doch gerade jetzt auf... Der Grün ist immer zufällig. Grün ist entweder rot oder blau. Aber ich bin auf dem Feld gelandet und trotzdem ist die Peach die... Ja, das entscheidet dann zufällig und dich als blau hast dich entschieden gerade. Hätte auch rot entscheiden können, wäre es mit dir mit deinem Team gewesen. So, wir müssen den hier machen. Das schaut aus wie Twerken, aber und, ich will jetzt sagen. Gack, ja, wirklich. Oh, wir ziehen in einem Seil, du Perverse. Wir müssen den fetten Bowser-Kopfspieler in die böse, verfressige Pflanze reingehen, damit er seinen ewigen Tod findet. That's evil. Schon. Man schaut das an, wir spinnen bis Hardcore. Das bringt nichts, weil der Typ gewinnt immer. Du kriegst einen epileptischen Anfall, kriegst du schon. Ich glaube, das soll ein Muhahaha sein oder so, ja. Shit, blöd aus. Damn you, that's my coins, bitch. Ich hab sie alle über 100. Mal kurz. Mein, oh, das große Teil. 10. 6 ist böse, 6 bringt mir nichts. What? Okay. Jetzt geht die Bitch nach links. Oder auch nicht, okay, warum nicht? Dankeschön, sie klappt in den Stern nicht zurück, siehst du? Das ist nett. Damn you, Yoshi. Wobei, das war eh gut, oder? Mhm. Ah, ja, genau. But damn you. The next round, damn you! what? No, that's bad. I don't want that shit. What do you mean the star is fake? It's brand new! Alle schon mal von Bowser gefickt worden, außer dir, oder? Suppress! Hast du jetzt verstanden? Ja! Ja, damit! Oh nein, nice. Mal zeigt mir, wie es richtig geht, der Limbo jetzt. Immer das oder er fällt an der letzten roten Stange. Moin! Moin! Ja, hüpfe ein bisschen für uns, Junge. Verrenke dich! Yoshi! Gut, die erste Stange hat er geschafft, siehst du? Ja, das ist ja, die ist die böse. Die ist die böse Stange. Ja, die ist okay. Richtig schwierig. Okay, er hat ein fett Schnäuz, wie soll das gehen? Ja, stimmt, der ist totaler Nachteil. Das ist so fett. Zwei. Damn it! I hate you. Oh ja, ich grenze gerade. Damn you all to hell! Ich glaube, da Sterne verdecke. Ja, kannst du machen. Boah, ich hab 3 Sterne, also kannst du ruhig einen Clown bilden. Obwohl, nee, darfst du. Nein! Nein, hast du hast du 2 und ich auch 2. Ja. Musst du erst wie viele Runden haben wir denn noch überhaupt? Das können wir gleich nachschauen, warte. Weil, wenn du jetzt einen rein klaust. 14. Also, das Lightplay wäre jetzt zu Ende. 20 Runden wären vorbei. Also, Wellung hat gewonnen, dass wir das gleich festhalten, ja. Ich muss ehrlich sagen, das Board ist relativ angenehm, eigentlich. Im Vergleich zu dem, was auf den anderen passiert, ist es wesentlich weniger böse. Okay. Also Peach Birthday Cake war richtig böse die ganze Zeit. Der hat mich, wenn da irgendeine Pflanze mal war, der hat von den Stern weggefressen. Das geht auch schon. So squishy sind es natürlich auch nicht so förderlich. Triff doch mal eines vielleicht diese Insel, welcher Trottel befehligt denn da? Achso, hab nichts gesagt. Welcher Trottelkanonier. Die verdeckt voll die Sicht. Also, die sind so massiv, alle, vor allem du kannst sie nicht wegschieben. Die Peaches, ich will wieder nach hinten.
Peach ist so dick, das erzähle ich echt gar nicht. Das war wegen ihrem Plausch. Ja, ist wieder was willst du? Fett. Alle 10. Das ist viel zu viel. Jetzt wird es bei uns noch nicht. Ja, ich glaube, ich habe nicht mal den Coins da. Ich glaube, Yoshi hat diese 134 einmal. 2, 2, 2. Verdammt, Junge! Ha! Oh. Hello. Ich habe dich zu viel gefickt in Super Mario 64. Das habe ich davon. It's a red star. Oh no. Das ist die falsche Taste, Junge. Das ist die richtige. Warte mal, 5? War das nicht das Ding, was wieder wechselt automatisch? 5 Felder? Ah ne, 6 Felder sind böse. Okay. Knockblock. Das ist auch halbwegs okay, wenn man es schafft, zu springen und zu kicken gleichzeitig. Darfst du das Wood cracken? Oh. Ups. Okay. Das sind böse. Ja, hin, Schatzi. Ja, fuck yo, Junge. Oh, wow. Haufen. Ich hab gerade gesagt, dass ich da hingehen muss. Extra. Ich weiß nicht, die genau nehmen. Setzt sie auf einem roten Feld und wenn sie jetzt alleine auf einem roten Feld bleibt, dann spielt sie wieder gegen uns. Ah, okay. Oh, Yoshi klaut den Stern, habe ich gehört. Yoshi klaut den Stern auch. Okay, jetzt spielst du mit ihr gemeinsam. Ah. Bitte. Bombsketball, bitte. Ah. Ist ja geil. Bombsketball. Das ist eine Bomb, die du wie ein Basketball so dribbelst. Oh, what could possibly go wrong? Okay. Button Mashing. Und dann musst du schauen, bei den Kurven musst du das Kart so neigen, dass es gegen die ZVG-Kraft ist. Ja, das heißt, dass es nicht kippt. Das ist auch wieder ein Spiel, wenn du einmal runterfliegst, hast du verloren. Das weiß ich noch, beim anderen habe ich nicht gewusst, bei dem weiß ich es. Und immer das Kart in die Gegenrichtung lenken. Also wenn es jetzt da zum Beispiel nach rechts geht, so wie auf dem Bild, dann musst du jetzt... das Kart geht nach links und du musst aber nach rechts lenken. In die Gegenrichtung da, wo ich das Kart hinneigen möchte. Du hast hinten also so zwei Bremsdinger oder sowas auch noch. Ich meine, du könntest doch bremsen, das macht keine Sau in dem Spiel. Das ist dann, wie kritisch das schon ist, ja. Es leuchtet uns auch irrsinnig viel und fett rot, wenn es gleich runterfliegt. Aber einfach beugen. Du hast eh einen Computerspieler, das macht nichts. Die regeln das schon. Schlimmer, wenn wir zwei jetzt zusammen sind. Fett Yoshi Schnäuz! Ich habe Überstunden bezahlt, Mr. Krabs. Du bleibst, verstehe ich nicht. Und so geil, so random Wasteland im Hintergrund. Oh no! Echt, okay. Bitch! Ich muss aufziehen. Ah! Ich bin mir gar nicht beeilen, okay. New Record! Ach doch nicht. Wir sind noch vor dem Ziel, schon im Ziel, obwohl das Ziel erst da oben ist. Aber da sind Ziele nicht aufgemalt, siehst du? Ja, eh, aber oben nur und du bist. Ja, fertig, das ist bevor du ins Ziel reinfährst. That doesn't make any sense. Nächsten Nougat-Sense habe ich gehört. Nougat! Gib mir zum Schoko. Das ist gut, damit kannst du nämlich wechseln. Also 5 ist gut auf der Stelle, das andere war. Nein, 5 ist gut auf der Stelle, kannst du auf beiden Richtungen changen. So ist 5 und so anders ist es auch 5. Echt? Ja. Und der zweite Weg ist ja kürzer und du hast vorher 6 gehabt und wärst 1 drüber gewesen. Also 5 musst du an der Stelle haben, wenn du es wechseln willst. Ist natürlich auch böse, wenn du an der Stelle 5 hast und du willst das gar nicht wechseln. du könntest auf Chance Time landen. Ist das gut? Naja, das kann gut sein. Aber es muss nicht. Du kannst was verlieren. Doch, das geht's nicht. Okay.
Fat Wilbon. So die Drums, Young Boy. Yoshi fickt wieder mit seiner Trompete. Macht die Peach eigentlich? Bitte? Peach conducted. Okay, schon gedacht, das macht sie. Jetzt kriegen wir Panzer in die Fresse geschossen. Hallo. Yoshi hat total Beat zu drin und so, Intus. Ja. Ha, Yoshi, ich hab's genau gesehen, wie du abgeschossen wirst, du Fetzer. Jeder muss viel weniger drücken als ich, das ist unfair. Guck mal, was er gewinnt. So ein Saupreis. Oh! Hä, wieso sie jetzt? Oder ich hab keins jetzt mal. Keinen Fehler gemacht. Also ich hab einmal hast du gefehlt, ich hab auch einmal gefehlt scheinbar. Ich hab nicht gefehlt. Hauptsache. Auf der Seite gibt es Marios Wing Cap, die in Mario 64 aufhört, um zu fliegen, das ja. Yoshi aka Paul ist jetzt böse. Nein. Yes. Von mir, Klaus, ich hab doch nur drei. Ich hab doch nur drei. Ja, vor allem. Wer hat jetzt auch nur einen schafft? Auch noch einen Klaus, bist du der erste Platz und nicht der letzte. Mit dir klaue ich keinen. Ich klaue dem Computer um was. Oh, das ist mein Paul auch geklaut. There were no other persons there. Ach so. Also, ich glaube, das ist da viel schwieriger. Nein, ich wieder. Wir, das ist Pedo-Face. Genau dieses Pedo-Face, ich sag's dir. Ja, genau das. Anderes Mal. Rap. Es ist halt ein alter. die fette Wario-Hand ist die beste. Das ist ein fettes W und die ist viel fetter als die von Mario. Und das ist auch so. Wario-Grab. Das alte Schmierspiel-Rhythmus. Kann gut sein, dass jetzt nochmal dasselbe kommt. Kann doch nicht, okay. Oh, das ist aber leicht, Junge. Easy. War schon. Mehr ist es nicht. Da wurde ein bisschen rauf vielleicht so. Oder ich hab's kurz verschoben, was ich verschoben wollte. Wenn nicht, hätte dann mehr Kapitel. Soll dieser eine? Na. Ein Punkt. Echt jetzt? Na, was soll das? Ich fand irgendwie, dass ich den Mund sogar zu weit oben hatte, eigentlich, aber okay. Nein, ich will dir keinen Stern klauen. Du hast gesagt, dass Yoshi aka Paul klaut Stern. Ich weiß, du hast keinen Stern geklaut. Das war ein Bad Boy. Yoshi. So, ich klau gleich Yoshi den Stern wieder zurück. Ja, mein Stern wandert. Super cool. Ich hoffe, ich kriege ihn zurück. Ich kann einfach nur Sterne, weil ich es nicht schaffe, einen von Tori zu kriegen. So ein Bitch. Erster Platz, kurz vorm Ende. Ach, das kurz vorm Ende ist ja voll lang, schau. 10 Runden noch, ja. Von 35. Ich hab noch keiner Chance Time gemacht. Also Chance Time kommt jetzt ganz am Ende und dann so, all the stars wechseln jetzt von dem zu dem. Schon wieder Bowser. Also gefühlt nur da oben, hörst. Ja. Oder? Schon. Oh mein Bitch. Also ja, wir halten fest, Bitch ist das Opfer aus dieser Runde, die dauernd gefickt wird von ihm. Es gibt immer so eines in Mario Party. Sad. Hoffentlich in meinem Computer. Weil die anderen können es meistens ausgleichen, dass sie Minispiele gewinnen. Oh nein, 6 ist das böse Feld. Nein, sie wechselt! Oh, fuck you! You're gonna get down with me. Ah, okay. Oder echt viele, also immer Fragezeichen. Ja! Aber sonst konsumieren sie gar nicht. Jetzt kommen sie nur, jetzt geht schon 2 noch einmal Fragezeichen. Nein, das sollten sie aber nicht. Du sagst das auch, das ist verschrien, super. Max. Ja, Yoshi ist eh vor dir dran. Sie ist ja kleiner Mini-Yoshi. Der ist so cool, das sieht so lustig aus. Wow,
Ausbildung. Ist auch witzig. Der rollst auf einem Zirkus Akrobatik zu und muss andere Leute runterschubsen. Bumpern. Ne? Move yours. Yes. Du hast gerade den Affen gesehen, der krault auf allen vier da drauf. Oh mein Gott, ich hab mich nicht bewegen können. Bitch ist tot. Die schon. Nein, okay. Oh oh. Die him vor. Schau, wie mich lockt. Die. Der ist super. Erst du kranke Haufen. Das geht nicht, ich bin zu frontal. Aha. That's how you get the bitches. Hey, ist der da Olo gesagt? Oh no! Oh, drück das mal, du drückst es gar nicht. Ich drück gar nicht. Wenn ich stark reiß, dann drück das mal. Juhu! I'm the rest! Geil. Wow. Die Stimme ist super. I'm the best! Ich hab einen Rest verstanden. Oh, ich bin ganz so witzig. Oh, schau, Yoshi holt sich das für dich. Ui. Nee, tut er nicht. Ja, gut, er war ein Feld davor, ja. Also selbst wenn du jetzt auch 10 würfelst, du bist erst auf jeden Fall vor dir oben. Das ist gut für uns, glaube ich, oder? Nein. Wieso? Losers verlieren Münzen, habe ich gelesen. Ja, habe ich nicht gelesen, dass es zu schnell weggeht, ja. As fast as you can, because if you lose both of us, steal some coins of your coins. Was? Okay. Ja toll, aber das haben wir eh verloren, weil wir sind zu wenig stark irgendwie. Das muss man noch schneller. Das ist der Grund, warum alle Kinder sich in aufgeriebenen Handflächen, das weißt du vielleicht noch, beim Mario Party. Das ist genau der Grund, diese Rotate-Minigames. Stimmt, das ist genau schuld daran, dieser Dreck. I totally earned those 5 coins. Give me that 5 coins, bitch! Das ist auch so. Ja, das ist jetzt böse, weil jetzt haben wir. Jetzt bin ich natürlich einmal da verhakt und ist aus. So, jetzt reiben wir uns haben vielleicht mal alles für Nintendo. Bitch, das ist. Ah! Ha! Ha! Stipp, du Fotze, stipp! Nein! Ich habe jetzt einmal kurz. Oh mein Gott, du hast so gute Menschenhunden, Alter! Mann! Er lacht, ja, vermutlich, er lacht wirklich, glaube ich. Hämisch. Oh. Arschloch. Oh, das kann doch genug Geld für einen Stern. toll, bitte. Kein CEE-Dings. Also es ist gut, weil du drehst es nicht, ja. Egal. 4 ist da, wo die Kreuzung ist, vor dem zweiten Fragezeichenfeld. Aber ich würde jetzt eigentlich runtergehen. Ja, sonst komm ich und hol den Stern vor dir. Das ist not possible. Das ist mein Stern. Wer war der mit dem Hammer? Ich glaube, wer hat den Hammer? Natürlich der Fetthaufen. Aber wir können mit dem Hammer mal klauen. Hier mit dem Hammer, der Fotze. Cash Money. Ich bin das Zeug. Hey du, die Peach hat mir ernsthaft mein Geld geklaut. Peach hat schon wieder Bild geklaut. Ha! Ja damit. Oh nein, weißt du. Nimm ich das auf. Nehme ich das auch auf, hallo! Ich dauernd nur das geklaut eigentlich. Ah, ich kann das nicht aufnehmen, scheiße. Ja, Bitch, hau mich halt auch noch. Da kann man das gar nicht aufnehmen, wenn man nicht der Einzelspieler ist. Böse. Ist ja echt einer. Ich hätte mehr lesen sollen. Hätte man sich mit Z oder sowas aufnehmen können. Damit. 14, also der ist echt Wahnsinn. Aber hat keinen Stern, weil es geklaut worden ist. Wow! Ding. Oh no. Aber ja nicht. Also ich hoffe es.
Yoshi stirbt wieder. Nein, er stirbt nicht. Er ist uns der Traubisoda. Hard earned cash money is gone. Cooper gibt dir danach. Oh no. Oh nein, echt jetzt? Das ist ja voll fies. Wie gesagt, der kommt fast nie und dann kommt dann wieder der Haufen. Aber das Spiel ist, was das betrifft, halbwegs gerecht. Das heißt, Peach wird jetzt auch gleich wieder teleportiert. Wahrscheinlich mit mir oder so ein Blödsinn. Oh, das hatten wir ja schon. Gut, und diesmal werde ich versuchen, nicht runterzufallen. Mit dem Kleid Skateboard fahren ist mir auch irgendwie ein Rätsel, wie das gehen soll, aber gut. Ah, so muss das ausschauen. Perfekt. Sagt er, während er gleich runterfliegt. Hüpfen. Oh. Komm, ich sehe meinen Geldbeutel nicht mal mehr, weißt du? Geil. Buttonmashing! Buttonmashing! Ich glaube, es ist egal, wenn er vorher. Aber es war eigentlich ich vorne, danke. Das habe ich gesehen. Nein, was du nicht. Ich war doch. Nein. Peach liegt einfach in ihrem Skateboard drin. Es kam. Was schon oben ist? Nein. Okay. Und es funktioniert natürlich. Damn it! Ich kann keinen Stern snaggen. Der Bitch snaggt den Stern leider. Schon. Schon. Also, ich halte dich für ein Gerücht, dass du es hättest gegottet. Eigentlich hätte ich es gegottet, hätte ich das depperte Pilz-Minispiel nicht verloren. Wobei manchmal kriegt man einen geilen Pilz und dann kriegt man so eins. Wow! That was totally worth it. Es ist witzig. Also, weißt du, Mr. Krabs, der auch so radelt. So eine Maschine ist gerade, muss die Glühbirne rechtzeitig mit genug Energie versorgen, damit der Ghosty verschwindet. Der ist so cute, also ich kann sagen, haben sie ist viel zu langsam, Junge. Schneller. Oh no, he's getting closer. And closer. He wants to schleck you. Oh no, he's there. Miss. Oh Gott, ich habe also auch gegessen. Ich glaube, das ist auch so ein Rotate-Minigame. Verständlich, dass das nicht funktioniert. Oh, Yoshi spielt natürlich auch, wenn das kann. Da trinken wir mal geil. Welcome to Computer Play One Player Minigames Alone. Während wir zuschauen müssen, weil das man nicht mehr überspringen kann, die späteren Versionen. Genau hinschauen. Und danach zu sagen, so wie ein alter Boomer, so, ich hätte das auch gewusst. Hashtag Millionen schon. Aber erst dann sagen, ich hätte es gewusst, wenn er es dann falsch macht und man sieht, was das Richtige gewesen wäre. Falsch, Junge! Ha! Ich hab's gewusst. Du darfst auch noch mal ein Minigame spielen. Wenn du ich glaube, es gibt sogar eines. Du musst die richtige Zahl dafür. Es könnte sich ausgehen. Na, eins mehr, das braucht. So ist das. Can steal some coins. Nein. If you want to. Ach so, stimmt. Steal some coins. Yes. 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 Oh. Der Yoshi ist nicht so nett. Mhm. Mhm. Aha.
Mhm. Er wusste genau, dass Yoshi was ist 13 Münzen oder so? I don't know. Heftig viel auf jeden Fall. Weißt du, diese Musik, ja, hauntet dich in deinen Albträumen. Ist gerade eine Kette. Das ist die Kiste bei dir direkt rechts, weißt du? Keiner weiß es. Ah! No! Ist sie komplett aufdecken. Naja, hast du es geschafft, ernsthaft? Nein, oder Maxi? Was denn? Okay, perfekt, perfekt. Ja, du warst über der Kiste drüber, das reicht schon. Ach so. Solange du nicht weggehst davon, hast du es dann eh gehabt. Ups. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ja, weil du gepoisoned wurdest nicht. Oh, danke schön. Ich liebe dich. Aber das weiß ich ganz genau, dass ich das auch nochmal umdrehe, weißt du? Oder Yoshi. Ah, fast, Junge. Das Feld war so nah und doch so fern. Schätze, ich bin zum ersten Mal im Bauch. Bist du erster oder zweiter? Gerade. Zweiter. Ja, es ist besser. Nee, oder erst. Ja, muss mal schauen. Ich glaube, wenn der erste bist, ist scheiße, dann wird immer was klauen. Er klaut dir sowieso was. Oder 100 Star Present! Okay, das ist wieder so ein Spiel, wo du, wenn du verlierst, verlierst du wieder ein paar Münzen. Weiß ich, Kreuz, hab ich jetzt so viel? Ja, schon gibt's ja viel. Jetzt hast du viel, ne? Ja. Ach, Schmarrn. Er muss den Pumphebel wirklich ganz raus und wieder reingeben in einem Zug, ja? Nicht so, schau. So, was ich mache, das ist zwar auch schnell, aber es bringt fast keine Pumpleistung. Sehr ja, ich kenne mich aus mit Pumpen. Nee. Der muss pumpen. Wenn man die Säule durchpumpt, ja, Vakuum anlegt, damit das Material wieder rauskommt. Säulenchromatographie erkennt sich aus. Oh! Oh nein, wieso hast du mich jetzt nicht gehen lassen? Ich will das 30 Münzen. Ja, ich weiß, wie viel ich noch hatte. Hatte ich noch 80? Nein, kriegt ja nur ich, wenn dann, oder? Nein, es kriegen alle, die verlieren. Das ist das geil, ein Bosser. Nein, alles Verderben gestürzt. So, ich hatte noch 75, dann hätte ich das gewusst. Ja, dann. Bombsketball! Yes! Oh ja, ist perfekt. Warte mal, Jumping ist, glaube ich, Jumping ist A, genau. Du musst es mir klauen, oder dem Yoshi. Ich glaube, es gibt einen Bombsketball. Er bewegt sich nicht, ich kann ihn nicht klauen. Und du musst dich halt, genau. Also witzig, ob es wirklich gehen würde, dass er mit B musst du klauen, oder? Genau, mit B musst du Steel Ball. Also ich will es nicht schlagen. Und wir müssen passen, kann man auch, okay. Es gibt nur eine Bombe, ja, oder? Oder gibt es zwei? Nee, es gibt nur eine. Es ist so geil. No! Oh, that's good. Ah, no! Geh weiter, wir gehen hier vorbei. Yoshi, fang! Nein, die Bitch! Ja, Yoshi, du Fettsau. Ey! Ich weiß nicht, was ich mit dir mache. Bitch, du Fotze. Oh, danke, Bitch. Finish! Das sieht echt voll aus. One, nicht wins, aber egal. Spiel kann kein Deutsch, Englisch. Riefings ist 37. Ich habe zwei Fragezeichen im Feld davon, ne? Schaffe ich es, keins zu betätigen? Oh, das Rufzeichen. Wurde auch Zeit. Eines kann man immer bestimmen, ja? Eines geht immer. Weil ich will nicht nur Münzen, das ist am wenigsten. Ich wollte Münzen.
Wenn ich. Okay, da darf jetzt nicht ich stehen auf der Seite. Okay, das ist gut. Sehr gut. Ist irgendwer. Oh, danke schön! Aber ich glaube, er hat gar keinen, oder? Oh, Yoshi hat gar nichts. Er hat gar nichts. Wieso hat er gar nichts? Er hat nichts. Er hat gerade verloren, die 10 Münzen an euch, und hat auch keinen Stern bekommen. Nämlich auch geklaut. Nein, du warst zu, es war zu böse. Oh, jetzt hat er 3 Münzen. Okay, ist okay. Wenn du mit wirklich gar nichts zum Bowser kommst, sagst du so, what, you don't even have one coin? Oh, here you go. Und gib dir eine Münze. Eine Münze gibst du dir. Ja. Ein bisschen was anderes, das ist so eine Dauerkasse. Einfach dagegen springen, da kommt immer mehr Zeug raus. Das Geile bei dem, ich glaube, man kriegt es direkt. Also man muss nicht einsammeln, das Geld ist rausgekommen, man kriegt es direkt. Aber es sind unterschiedlich viele drinnen, ja. Also manchmal ist es mehr drin, manchmal ist nur eine drin und so. Dann löst er sich auch direkt auf, wenn er nichts mehr drin ist. Oder es war da viel drin. Achso, man kann sich wieder schlagen, oder? Nee, doch nicht. Grafik, Textur, scheißt auch irgendwie ob okay. Das ist echt böse. Also hier gewonnen. Du mit deinem Break, den sie da haben. Ja. Glaube ich. 11. Oh, da wieder los. Yes. I'm very bad. Last 5 turns. Du bist echt. Das habe ich jetzt schon wieder. Ich dachte, hier 3 Sterne kommen. Of course, ja, natürlich wird der gewinnen, der Typ, ja. Man kriegt jetzt Informationen, kriegt jetzt 6 Münzen statt 3. Oder man verliert 6 Münzen. Und man kriegt jetzt von ihm 20, wenn man vorbei rennt an ihm. So, Junge, das schaffst du. Ich, danke. Hätte er theoretisch doch 1 würfeln können. Ja. Wäre möglich. Nein. Yes. So, ich hab's geschafft nach 30 Runden, dass ich auch mal bei Toddy bin. Das stimmt, ja. Ich kann's noch, ja. Ich kann es. Ja, der andere. Siehst du da unten das Auge, das neben deinem Schädel schwebt, so von der Wolke, schau. Oh mein Gott, das ist Peter. It's eating me. Hello. But I'm gonna go now. Tschüss. Oh, ich hab das böse Feld, das jetzt aber nicht böse ist, weil jetzt bin ich Netscher. Bitteschön. Well, thanks. Bist du auch da vorne überhaupt? Oder, nein, warte mal, du hast Platz gewechselt irgendwann, oder? Und du bist in der Mitte da. Da bist du. 10. Na ja, gut. Musst du wieder Bitch catchen, dass sie nicht Erster ist. Das Erste. Ach, nicht den Blödsinn, den kann ich ja nicht. Das Glücksspiel. Sehr gut. Man könnte versuchen, die ganzen Verzweigungen da zu sehen, aber das geht ja viel zu schnell rauf. Also vielleicht kriegst du jetzt 10 Coins. Vielleicht. Ja, Gott, das kann sich kein Schwanz, kann sich das merken. Das ja. No. Oh, schade. Oh, es kommt sogar zu dir, wenn sich's nicht mehr wechselt. Oh, bitteschön. Oh, danke. Very nice of you. Wie wird sich das merken? Das ist wirklich Glück. Der Computer kann das vielleicht. Yeah. Vielleicht. Das ist schon einfach nur ein flaches Ding. Bitch. Der Peach ist. Nein. Don't. Softly don't. Was ist. Ah, jetzt kann sich. Nein, sie kann sich hier nicht leisten. Eine Münze nicht. Kubi oder Bowser? Eine Ghosty. Aber er kann keine Sterne klauen. Ich habe am meisten Münzen, er muss von mir klauen.
Aber, naja, denn stimmt, weil vielleicht liegt das daran, manchmal sucht er sich aus, wer Erster ist oder nicht Erster. Das schwankt anscheinend. Ich glaube auch, Junge. What the hell? Hallo! Der hat fast 40 jetzt! Ah! Junge! Fritsch! I worked for that money. No. Yes. Yes, I did. Sind du Killer? Schnell rennen, Luigi. Schnell. Run, Luigi, run away! Jetzt die gleiche drückt halten. Ja, genau. Oh mein Gott. Okay. Ja, das Spiel ist deppert. Ja, egal. Okay, ich hab eine Münze. Kann er mal nehmen? Oh, ich hab noch mehr. Ich hab 6 Münzen. Aber jetzt bin ich nicht mehr Erster, weil ich jetzt das Geldsack einsammeln musste. Finish! Du bist im Erster, oder? Nee, der Erste kriegt nochmal 10 Münzen, wenn er gewinnt. Was? Wo ist Salat? Ah, die Michi ist das, deswegen ist es so laut. Ich hör Menschen reden. Von oben. Michi ist gerade im Wohnzimmer. Ich bin so taub auf diese Kopfhörer. Ich muss ja jetzt offen haben, weil das möchte ich nicht. Und du hast Polarist. Wo ist jetzt das böse Feld? Das ist aber gut ist, weil dann wechselt's wieder. Auf Toddy zurück. Das heißt, siehst du, kriegst wieder einen Stern. Kopf an Kopf rennen, Villarong, ne? Oh, Peach has got it, but Mario's gonna steal your star, habe ich gehört. Be aware of that. Oh, Yoshi hat fast 50 Münzen. Vorsicht. Ah, das ist für mich Vorsicht. Kacke. Das heißt, ich muss ihn gleich wieder zurückklauen. Wenn er das vorhat, ich weiß es nicht. Schauen wir gleich. Er kann nicht. Er hat nicht genug, er kann nicht. You fucker. Einfach zweimal, weil sie hintereinander stehlen von mir. Fotze. Immer so viel, weißt? The hell? 77. Der hat jetzt zweimal 30 Münzen da gespendet. Schau, what the fuck? Das hat sogar mehr als du. Oh, schau an, der Tilo hat es endlich auch geschafft zu kommen. Hat dich Latein so sehr gefickt, Junge. Latein? In dem Alter hat man doch kein Latein, ne? Doch, hat er. Ich weiß, fünf. Echt? Ja, hat schon. Oh, eine Münze. Wir sind gleich fertig, Junge, gell? Das sind die letzten 3 Runden sind's noch. Und ist aus. Spiel immer so failed immer. Peinlich. Okay, ganz sanft. Ah, das bringt auch nichts. Oder, nehmen wir was. That Geldbeutel belongs to me. Yes, another coin for the win. Also, ich kann irgendwie nur die hinterste Reihe. Ich kann keine zweite Reihe oder so. Ich schaffe irgendwie auch. Zweite Reihe schaffe ich auch noch. Erste Reihe schaffe ich fast gar nichts. Ich darf wirklich fast gar nichts. Oh, come on, das war. Es war getroffen, Junge. Es hat gegolten. Skillet nicht. Ja, perfekt. Yes! Her damit! Schnell! Schneller, Mario! Schneller! Finish! Yes! Oh, wow. Was hat er geschrieben? Uff. Ja, das ist das Spiel. Das liegt an der. An der Empfindlichkeit, weil wir spielen ja mit Gamecube-Controller. Ich Hackerman, ja. Hat Yoshi einen Stern geklaut? Hat er nicht. Aber ich klaue der Peach jetzt wieder einen. Baddest Boy. Warum hast du 4? Da komme ich dich gleich gar nicht mehr aufholen. Ich will jetzt nur sagen, du hast 3 geklaut, einen hast du gekriegt. Ja, wirklich. Ich habe keinen einzigen geklaut. Aber ich habe also einmal Toddy gekriegt. Was soll das? Ich krieg nur einmal Toddy und zweimal Pause. Warte generell öfter bei oben, oder? Wie oft hast du oben? Ein paar Mal.
dreimal, oder? Ja. Geh! Okay. Judy Pitch. Ich würde ganz am Anfang. Nein, ich will das echt sehr ufisch. Ja, okay. Jetzt bis es jetzt will er nicht, dass ich den Stern krieg. Bist Luigi. Luigi ist immer das pure Opfer. Oh. Why don't know what's fantastic to Luigi? Oh, ich darf wieder mit Yoshi mit seiner Fettschneuz darf ich wieder Gas geben. Wie war das gerade verlassen? Ja, das ist gerade ein bisschen. Yoshi mit seiner Fettschneuz-Action. Yes! Es gibt irgendeine Mario Party-Version, wo er dann wirklich so eine Fettschnauze genutzt hat, um den Hebel da zu betätigen. Nicht in der Hände mehr. Es ist nicht so, dass es eh schon heiß genug wäre, also unter uns Lava ist, nur noch schwitzen bei dem Dreck da. Oh! Jetzt im Ernst, die waren auch schon drin. Oder was ist das? Bitte? Ich weiß nicht, wie viele Sekunden Unterschied da war. Nee. Mies. Nee. Mies. Last turn. Bowser Space. Nein, keins mehr. Oh, schade. Ja, ich glaube. Kommst du noch. Ah, na, da kommst du jetzt nicht mehr hin, weil die fette Bitch dir verdient, Junge. Ja, Poison ist sehr gut. Jetzt. Yoshi möchte nochmal spielen mit seinen 100 Münzen, er hat noch zu wenig. Was heißt, er kriegt 25 Münzen, kriegt und wir müssen voll lang zuschauen. Wir können ihn nerven. Alles ein richtiger Beat geht schon. Da hinten ist ein Underground-Beat dazu. Das hört sich ein bisschen falsch an. Yoshi, bist du noch fertig? Okay, danke. Oha, du kannst ihn volles vermiesen, wenn du einfach immer drücken kannst. Ich meine, Daisy hat immer die coolsten Sprüche, aber die gibt's in Mario Party 1 und 2 noch ganz so blöd. Das Beste, wenn du so, I'm the best, geht schon. Das ist Linky, oder? Du bist das Linky. I'm the best. I'm the rest. I'm the restless. Mushroom Mix-Up. Ah, okay, das ist auch gut. Na, das geht nicht so. Du musst einen Panzer über dieses Bildchen bewegen und das immer mehr aufdecken. Was kann ich? Ein Panzer über das Bild bewegen, indem du hin und her läufst. Der Panzer bewegt sich, neigt sich mit dir sozusagen und dann rollt über diese braunen Felder drüber. Du musst aufdecken. Der Weihnachtsmann hatte einen Hustenanfall. Ja, natürlich. Mario zieht sich einen schnellen weißen Bart an und dann ist er Santa Claus. I'm gonna claw your stars now because you have been very naughty naughty. Ja, Mario ist richtig böse. Nur wenn ich ihn spiele, natürlich. Easy. Finish! Oh, warte. Maxi, du bist echt böse. Why did they give us this function? Du Haruho oder so. Yoshi stirbt einfach gleich direkt wieder. What the fuck, boy? Von sind die Hälfte ist von mir geklaut. Weil ich glaube, die Einspieler-Spieler zählen halt auch dazu, dass du halt viele von denen hast. Und das, auch schon, das weiß ich nicht, das könnte auch Yoshi haben. Nein, okay, ich hab's auch gekriegt. Damn, jetzt krieg ich alle drei Sterne. Ja, kriegst du so wie immer, Maxi. Klar. Nein, jetzt weiß ich auch nicht. Doch, weißt du. Oh, oh die Bitch.
gut, ja, die Bitch verdient sich. Ihr habe ich 2 Sterne geklaut. Yoshi habe ich 1 Stern geklaut. I'm the Superstar, definitiv, ja. Geiler Bitch. I'm the Stealing Star. Spagat auf den Spagat, ne, oder? Yoshi, Luigi ist irgendwie falsch aus, oder? What happened to your legs? Beine, ja. Natürlich, auskosten. Warte mal, Moment, ich muss ja noch dann Screenshot machen. Nein. Das hast du es gleich gemacht, Schämung. Das kommt ja, glaube ich, erst. Es passiert irgendwas Lustiges. Er stimmt den Regenbogen, den wir wieder haben wollten. Yes. Beautiful. So, jetzt gehen wir da rauf und sind auf Rainbow Road. Yes. Yoshi, what are you doing? No! Oh no! No! Was? He dead! Oh, er wird doch gerettet, okay. Es wird okay. Was zum. Vierte wieder gefickt. Yes, Rainbow Road. Fett Welkerung. Die hat echt Augenbrauen. Ja, of course. Vom immer dieser Blick, die Wolke weiß ganz genau, dass er sich zu Pause bringt. So, Screenshot, Entschuldigung, ja. Ich muss kurz flexen, so. Das geht gar nicht. Oh. Du musst auf Druck drücken und dann auf den Paint einfügen. Hab ich schon. Nur auf Druck. Druck und dann Paint. Egal. Naja, sonst ist es kaputt, das mache ich. Dankeschön, Ghosty. Oh no! Gut, aber wir halten fest, wäre es ein 20-Runden-Spiel gewesen, hätte Valorum gewonnen, ja. Sehr, sehr, of course. So, das, warte mal. Largest number of coins. Das ist der Coinstar. Dann hätte fast Yoshi gewonnen, schau mal, 128. Oh mein Gott, gibt die Yoshi-Face, die Face ist da drüben ganz links, ja. Auf Crack. Mit, Coins collected minigames. Okay, da war ich am abgefreakt. Okay, das war eindeutig. Wir haben nur einmal jeweils ein Fragezeichen betreten. Ein Rufzeichen, nur das ist selten. Du hast kein Boss betreten? Nein. Interesting, though. Was drücken? Okay, nein. Ich lese das gerade, was der Typ da schreibt. Natürlich wird der erste Facecam-Stream 12 Stunden Mario Party was sonst tun. Ich bin beleidigt, wenn das nicht so ist. Ich könnte noch so ein Video machen mit Mario Party 1. Das ist ja am ersten, wie man sich das installiert und den Controller upsettet. Braucht ein bisschen mehr Software. Schwieriger, wenn es geht. Technically. Stonks. Ja, natürlich muss man noch einen letzten Stream auf YouTube machen. Vor allem für uns immer von uns abwendet. Ist das Peach oder was? Ich meine alle. Ach, du bist Peach? Alle. Das ist nur Peach, die ganze Zeit. Das klingt wie ein Mann. Ja, weiß. Ich hab noch Mario, interessant. Spiel weiß, dass du eine Frau bist. You cannot fool me. Hast du Spaß? Ja, irgendwie schon, das ist irgendwie nice. Wir können die Spiele spielen, die wir jetzt nicht hatten. Für die Instant Luigi willen so. Ja, Luigi ist my character. Mit den Fetten. Oh, da gibt's gar nicht so viele. Das hatten wir nicht. Roxy ist jetzt sowieso 5, oder? 5 Games, ja, stimmt, aber wir müssen alle von dem wählen, genau. Ups. Aber ich weiß gar nicht, das hatten wir zum Beispiel gar too nicht. Previous. Schon.
will halt nicht nur die, weißt du? Ich will vielleicht noch andere auch noch haben. Dammit. Egal, muss ich wirklich alles. Ist aber, ich habe Mario Party 2 besser gewählt. Nein. Ich schaff das. Ich bin Big Boy. Yes. Nein! Okay. Huh. Ist das gut so? Ja, oder? Ja, du bist Luigi, genau. Stimmt, ich bin nicht Mario. Ich bin Wario. Pedro-Pilz. Schon, Pedro-Pilzkopf. Wenn du eine Woche eine Mario Party zocken willst, harzt sich mir wieder einen Controller. Oh, der harzt sich ganz gerne Zeug. Aber der kennt doch viele Leute. Kannst du noch spielen, Junge? Also Button-Mashing am Anfang, genau. Und dann darfst du mich hinter mich setzen und meinen schönen Schweiß inhalieren, weil ich so fett bin. Was kostet denn? Stimmt, wie es wieder echt nicht hin. Da vorne ist weil der rennt eigentlich auch mal. Was ist denn schneller schon als dies ist da? What the fuck, boah, hallo! Nee, aber bist du eigentlich schon eingestiegen? Warum hat das Spiel für sich registriert, dass wir zuerst drin waren? Fotzen. Das ist immer dieses Mario und Donkey Kong in einem Ding, das glaube ich auch nicht so fein. 1981 Flashbacks. Haha, gotcha bitch now. Loser. Wieso bin ich denn da vor dir? Bist du Mario oder? Ja, ja. Achso! Da bin ich ein Fremder, ich dachte, das ist Mario. Fremder? Nee. Spielen wir schon gemeinsam, das haben wir haben kein einziges Zweispieler-Minispiel zu zweit gespielt, was soll das? Easy. This game's supposed to be hard. Hey! Nein, ich glaube, das ist schon nicht. Naja, ich hoffe, das ist Bobo-Klatsch. Ein Affe gehört nicht in den Schnee. Go back where you came from. Stimmt, das ist eigentlich auch so Rückblende. Super Mario 64 gab es auch dieses eine Rennen mit dieser Pinguinmutter. Auch diese riesige Slide hinunter. Das passt gut. Das hatten wir noch nicht. Ski Race in the Desert. Hört sich irgendwie falsch an. Push the thing in at the same time. Wir müssen uns koordinieren, sonst kann man nicht weitergehen. Ach so. If you don't push at the same time, you will fall down. Well, interesting. Mhm. Scheiße. Okay, rechts. Nein, rechts, Junge, rechts. Ich hab rechts. Links. Rechts. Okay, das Spiel fickt uns ein bisschen. Aber die Typen sind auch für uns irgendwie, oder? Das sind sicher Figure, das sind so wie Mario Kart Spieler, also zum Ende so. Oh, überhol mich doch, überhol mich doch! Fett. Mario ist da hinten so unmini. Oh, was? Man verliert Coins. Das finde ich nicht läge. Sorry, Soda. Jump und dann Ding, okay. Passen. Oder halt hinschießen. Ich nehme. Ist es der Fahrer? Bin ich mit dir in der Gruppe? Ja, bist du. Das ist das gleiche, das habe ich mir vorhin gestellt. In diesem Basketballkorb, der ist schon wieder ein Bowser-Schädel. Ist nur einer. Ja. Sehr Finger da, bitteschön. Oh. No! Fuck, als ob der Junge das direkt schafft. Finish! Oh, danke schön. Tila lobt das Overlay. Sehr schön. Das ist nur da, damit ihr diesen hässlichen schwarzen Balken, der bei diesen klassischen 4:3 Bildschirmen auftreten, nicht sehen müsst.
Sonst wäre das eh da. Echt fancy. Aber ich muss ehrlich sein, das habe ich mir vorab geschaut, aber nicht natürlich genau die gleiche Variante, eh klar. Aber der hat dann so sein Gesicht oder sowas gehabt und dann hat er unten den Charakter gehabt, den er spielt. Was für ein Audi? Ah. Fuck, das mit schnell erst. Das ist schon mal shit. Shit. Fast nicht gesehen, dass das die Kugel da ist. Ah! Ich muss sagen, die Tastenbelegung ist ganz okay. Bei der Nintendo 64 hat mehr Tasten als der GameCube Controller, aber es geht sich gerade aus. Man muss nur eine Taste komisch belegen, nämlich die zum Weiterklicken der Minigame Rules. Weil der Nintendo 64 hatte keine zwei Analog-Sticks, sondern nur einen. Das ist der einzige Taster, um das zu machen. Vielleicht der einzige Unterschied. Sonst geht das nicht, sonst bleibt er nämlich da stehen. Auf dem ersten. Team up to help raise the treasure chest at the bottom of the ocean. Press A to swim and rotate to reel in. Also einer schwimmt und der andere angelt dich, okay. Du musst mich angeln und ich klau die Schatzkiste. Also ich muss dich nur hoch. Du musst mich nur, genau. Ah, und das Boot kannst du auch noch links und rechts bewegen. Also wenn ich noch schwimme, kannst du mir helfen, dass ich schneller wohin komme. Oh Gott, das ist doch ein bisschen elektrisch. Gib mir der Treasure! Gib mir der... Oh, da ist der Treasure. Ah, nice. Reel mich in, please. Oh, das ist die fette Schatzkiste. Verdammt, ich hab nicht gewusst, dass eine fette ist. Unfair. Oh, ich kann auch hochschwimmen zu dir. So. Fuck. Wie kill ich den Typen jetzt? Mit B? Kann ich ihn behindern? Oh, der versauft! Ja, der versauft! Ja. Aha. Ah, shit, der holt sich gleich nochmal. Dammit. Das geht irgendwie schlecht, oder? Warte, okay, das geht vielleicht besser, wenn, wenn ich genau unter dir bin. Ich gebe mir auch schon zweimal Schatzkisten, die müsst einer. Also ich helfe mir, wenn ich ein bisschen nachschwimme. So. Wieso lenkt der Computer absichtlich die Kamera so weit nach rechts? Was soll das? Meine Kiste. Dann schiebt er dich einfach so, what the hell. Der Affe schiebt uns einfach. Hallo. Ja, echt. Ich komme da mal nach. Thanks. Ich schiebe ihn auch, Fotze. Ja, der hat natürlich mal die fetten Kisten gekriegt. Außerdem ist das, glaube ich, Zufall. Wir hatten jetzt einen drin und die hatten drei. Achso, den Ball. Wir haben beide Münzen gewonnen, okay. Stinkig. Damit. Kann ich nur. Mario! Donkey Kong wins! Ich glaube nicht. Super. Das noch nicht. Hui. Das ist ein Scheiß. Das ist auch ein Scheiß. Das ist lustig. Oh, das ist das geile Minispiel. Oh, du hast die Kinder alle Hände aufgenommen. Okay, aber ich spiele nicht alleine. Ich spiele gegen einen hässlichen Affen. Ja. Es läuft dann per Chip im Kopf. Beste zum Thema ist Elon Musk Execute Order 66 Meme. Wobei es halt eh nicht so Star Wars mäßig. Stimme on you. A shame on you. No. Rest in pieces. Gescheit hinsetzen. Rückenschmerzen. Hello.
Hello, what's this? Oder. Okay, das ist geschickt, ich hab schon alles getroffen. Warte mal. Das ist das. Achso. Oh, ich bin wieder in Kegel, sehr gut, kann ich geizen. Oh ja, ich bin geizen schon. Ich bin jetzt fünfmal gegen den hässlichen Affen. Wo schon halt ein viel schwierigeres Ding als ich. Ha! Opfer! Wie sind wir gewonnen? Naja, er hat zumindest ein paar Münzen gekriegt. Achso, wir haben nichts verloren. Ja. Getroffen. Ja, er hat den normalen Kegel getroffen. Wow. Aber wir kriegen mehr Münzen, also ja, sehr gut, finde ich gut. Das schaut cool aus, aber the person on the tightrope must walk to the goal line. Players in the boats can shoot their cannons with A. Doesn't sound too hard. Ein bisschen unfair. Hello there! Oh, warte, das war getroffen, Junge. Das war instant getroffen, ich hab's genau gesehen. Fuck, muss man zweimal treffen oder was? Hell? Achso, von der Seite. Okay, ah. Ich habe ihn zusammen getroffen. Na gut, okay, das ist ja nur ein bisschen unfair, what the hell. Bums, der Nazel. Obwohl, der heftig. Das ist cool. Das ist richtig cool. Also wir müssen so eine Pflanze gießen, die den Einzelspieler auf dem Skateboard verfolgt. Ein bisschen frisst. Wieder so, A und dann das X-Knopf drücken da. Z. Dann machst du den her. Fettstampfung auf die Wolke. Fertig. Schon. Noch Mini, aber bald ist sie big and strong. Weißt du? Wächst. Gedeihe, meine Monsterpflanze. Gedeihe. Das Mutant-Tyrann, ja. In jungen Jahren. Yes! Nochmal! Jawohl! Muss ich einmal noch? Komm, jetzt! Ja. Das ist schnell, Leute. Das ist immer der richtige Moment. Okay, schade. Das ist immer der richtige Moment, wenn dann der zweite. Einer hat gerade gegossen, der zweite gießt noch einmal und hat der keine Chance. Okay. He's not dead. Vietnam-Flashbacks von Maxwell vor circa 9 Monaten. What happened there? Ich glaube, du musst nicht hin und her fahren. Entschuldigung, ich habe es gleich gedrückt. Ich glaube, du musst nur Münzen sammeln. That doesn't seem unfair at all. Sinken die auch ein oder bleiben die dann unten? Das finde ich cool. Ich glaube, du hast da hinten gesehen, gell? Give me my fucking money! Ja. Yeah. Das ist auch irgendwie easy win für so einzelne Spieler. Finish. Okay, what the fuck? Passt schon. Mhm. Ja, ich glaube auch. müssen wir noch in den Bauch hauen mit diesem Spiel, das gewinnen wir aber auch sowieso. Den hier. Instant durchspamming, das ist da, was sich alle Kinder die Hände aufgeritzt haben, um den Scheiß. Das ist genau dieses Spiel gewesen. Weil es ist auch ein bisschen unfair, schau mal. Es rudern drei so und einer auch, aber gegen drei andere. Und auf der Seite also, piekst dich dann immer ein Scheiger. Ja, wirklich so. Und auf der Seite piekst dich dann immer ein Scheiger so hinein. Die Münzen, das gibt's den anderen. Er piekst dich, ja, genau. Die!
Hipster, wir bleiben da drin. Gib uns deine Coins, Junge. Der Typ denkt das. Okay, ich komm nochmal. No, 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 no. Ah, no. Ah, da war er zu langsam. Oh, jetzt rutscht meine Hand gleich weg. Ah, come on. Stich hin. Ach, danke. Come on. Das war so unnötig am Ende. So, Handys sind aufgeritzt. Vollkommen am Ende. Triumph. Was? Da war viel mehr Zeug, Junge. Ich hab's genau gesehen. Was soll das? Der ist hässlich, Junge. Gib ihn weg. Hau weg den Dreck. Noch was oder nein? Wenn du welche Spiele aus dir ausprobieren willst, ja. Ich glaube, ich habe jetzt zweimal durch, eins bis der erste dreimal auch durch. Mal das da. Was gibt's noch? One Player. Na blöd, vier. Oh, meine. Ja. Okay, das ist blöd, das weiß ich. Das ist cool. Okay, eigentlich schade, dass das nicht dabei war. Das ist eines der besten. Ah! So, ist der Unterschied? Ich glaube, die Strecke ist anders ein bisschen. Toddy hält oben links, hält er eine Flagge hoch mit einer bestimmten Farbe und das ist die einzige Pilzplattform, die jetzt in gleicher Folge darauf nicht absinkt. Du musst dich auf diese Pilzplattform begeben. Das Hip Drop kannst du vergessen, ist ja hier unnötig, aber du musst halt wirklich schauen, dass du auf diesem Mushroom drauf bist und nicht ins Wasser fällst. Or else you're dead. No. Das geht am Anfang noch ganz easy, und im vierten ist es dann total schnell. Ich bin Wario, hoppala. No, Luigi, no! Ich hab's nicht gecheckt, sorry, ich hab zugehört. Oh Gott, die Qualle. Oh, du mich vergewaltigen. Natürlich. Ich bin in der Hülle gelockt. Wirklich, Junge, was springst du denn auf? Ich kann mal so ein richtiger Dick sein, einfach da so im Weg stehen, dann kann er nicht hochspringen. Totally in character. Yes, give me the money. Money, 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 motherfucker. Hast du geschrieben? Ah ja, okay. Moment. Also 5 Minuten wieder da, okay. Ja, ich glaube, das Stream ist jetzt so, ich glaube, so 8 Sekunden verzögert. 10, muss ich mich ausnehmen. Flaming rope spins and spins, jump the rope without touching the flame. The rope will gradually speed up. Ja, aber es wird auch wieder langsamer, um dich zu verarschen. Und es kann auch blau sein. Was ist für... Oh mein Gott, wie cute! Natürlich hat alles im Gesicht, eh klar. Extra. Entweder man stirbt gleich am Anfang oder man schafft 15 Sprünge. Okay, wir schaffen 15 Sprünge. Hoppala, ich bin ja... Ups. Shit. Ich hab das im Falschen gestellt, ich wieder Mario und nicht der Fette. Oh, that's saddening. It's really saddening. Ist doch Minuspunkte? Nee, oder? Doch, hast du immer gesehen. Aber nee, ich mein Minuspunkte im Sinne von, wenn du 0 hast, ist immer nicht schlecht. Achso, das weiß ich nicht. Instant Fehlstart. Ganz rechts, ja. Du wechselst automatisch Spur. Ja gut, ich habe den Ball jetzt geschaut. Schneller, Junge, du bist auf der gleichen Spur wie ich. Ja, ich muss nur Pause machen, das ist wirklich. Oh shit, echt jetzt? Du bist hier voll.
schon. Wario wins. Leberto. Mamma mia. Nee, Ravioli. Oh. Ravioli. Schon. Was kann man da noch machen? Lead to the Minigame Stadium. Ja, ich glaube. Das ist so witzig. Weißt du, deine Hand ist eh schon kaputt von den Minispielen, das darfst du nochmal machen. Oh. Ich habe in Mario Party 2 gibt es sogar so ein Minispiel, das genauso was macht, ja? Also da ziehst du wirklich so einen Schalke auf und der fliegt dann. What the hell? What? What? What are you saying, bitch? So mal so. Okay, so nochmal. Okay, erst direkt den Start. Jetzt. Wir reißen uns natürlich öfter. Ja, of course, das ist. Oh, hier ist schon. Oh, 10 mal weniger als du. Das müssen wir vielleicht schaffen, Junge, was der Herr. Hübschenhaus. Was mir aufgefallen ist, diese ganzen Musiktracks, die hier überall drin sind in den Häusern, die sind voll oft in diesen SMG4-Videos drin gewesen, wenn Mario verarschen. Da kennt man sofort wieder. Das zum Beispiel. Es ist so oft drinnen, keiner so weiß, woher es kommt. Bank. Noch Shop. Aber das da ist auch voll oft drinnen. Das erste Mario Party Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, dass du. What the fuck? I can erase all saved data, but why would I do that? Und warum ist das das erste, was ich anwenden kann, Junge, wenn ich jetzt mich da drauf klicke? Yeah. Yeah. This is a talking parrot to Kamiming Mani. Unless you don't want to play a second round. 35 rounds play. Würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Yay! Wer hat an der Uhr gedreht? Ruby. Ist das wirklich schon zu spät? Natürlich ist es schon zu spät. Wie lange haben wir gespielt? Nicht so lange. Also original, das Spielbrett hat sogar weniger als 2 Stunden gedauert, glaube ich. It's on stream now. We cannot hide it. Schau, das kann man jetzt nicht sehen. Ruby hat gerade eine Performance. Erdnussdose. Smash! Yes! Of course, what else? What else would there be? Also ich muss noch überlegen, ob ich vielleicht nochmal so ein Tutorial wieder mache zu Mario Party 1 bis 3. Was man alles braucht, um sich das gescheit herzurichten. Viel. That's much money. Und fand das Wichtigste ist wirklich dieser HD-Upgrade. Und schau, wie geil Toddy hier aussieht. Ja. Schau, das wie Rotz, wenn man das immer genau spielt. Ja, es sieht hier voll verpixelt aus. Das Haus ist vor allem richtig schön, finde ich. Ja. Also wenn du denkst, es ist 1998 Grafik, sollte das eigentlich sein. Man sieht in den Bäumen, ja. Und so hat der ganze Rest auch mehr oder weniger ausgeschaut. Übrigens, dieses Dorf heißt Peaceful Mushroom Village. Würdest du zustimmen, dass das very peaceful ist, ja, wenn man weiß, was in der Röhre abgeht, ja? Ich glaube auch.
Ja. Würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen, ihr Schokoschnecken. Nee, Schokocroissants. Köstlich. Ja, müssen wir wechseln langsam. Müssen wir Schokocroissants machen draus. Sehr gut. Aha, aha, aha. Spiele ich sicher wieder und betrüge, indem ich dreimal Sterne klaue. Ja, of course. Yes, of course. Was else? What else would there be? Ich bin richtig böse. Aber was soll ich machen? Ich habe keine Sterne gekriegt. Das ist gut. Ja, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich muss ja gewinnen, natürlich. Was verlieren? Disgusting. Ich habe gesagt, auf Wiederschauen. Wiederschauen! Rübe sagt auf Wiederschauen. Tschüss! Tschüss, Rübe! So, jetzt gibt's noch awkward Stille, weil ich jetzt das ganze Zeug da beenden muss und erzählt jeder mein Zeug.